Salut zusammen beim Swiss Trader. Heute tue ich mal ein bisschen dokumentieren. Ich möchte eigentlich den ganzen Morgen mal aufnehmen, um zu zeigen, wie meine Methode funktioniert und einmal zum beweisen, was ich für Gewinn kann machen. Ich bin jetzt. Es ist der 28.08., also der Freitag, 8.14 Uhr. Ich bin da schon short drin, beim US 500 und beim DAX. Und der Anfangsstand, der ist 143,67. Und das Ziel wäre so vielleicht bis zum Mittag auf 200 zu sein. Jetzt muss ich ja ein bisschen gut schauen. Ich habe da noch einen Roboter dran, wo aber nicht handelt. Der zeigt mir nur, was für Signale sind. Also das wäre jetzt da ein Short-Signal gewesen. Ja, das ist der Wechsel vom Parabolic von Long auf Short. Also der zeigt einfach den Wechsel vom Parabolica. Und wo haben wir den VWAP? Der VWAP da geht als Filter, aber den sehe ich jetzt gerade momentan nicht. Wo ist der? Ah, der ist viel weiter unten. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ja, auf meinem anderen Bildschirm sehe ich, dass der VWAP extrem weit weg ist. Das heißt, es ist über Nacht extrem gestiegen. Wir sind da sehr hoch drin. Und meine Spekulation ist, dass es da wieder müsste ein bisschen zurückgehen, zum Beispiel auf den VWAP. Aber jetzt muss ich mal schauen, wo versteckt sich der? Das ist komisch. Dass man jetzt den da nicht sieht. Ich sehe ihn aber auf dem anderen Bildschirm. Die habe ich jetzt da aber nicht dargestellt. Etwas läuft mit dieser Darstellung nicht recht. Ich muss mal schauen. Wir haben hier Seitwärtsphase, also wir haben jetzt schon wieder ein Long-Signal. Da als Doppelsignal. Das müsste ich dann in der VWAP-Strategie noch abändern, dass es nur auf eine Minute ist. Und es sind da ein bisschen widersprüchliche Angaben, was den VWAP betrifft. Weil da auf dem MetaTrader 4 zum Beispiel habe ich das auch, die gleiche Darstellung. Da wird der VWAP einfach durch eine gerade Linie dargestellt und da wären wir auf dem VWAP. Wir sind aber da in den US-Indizes weiter weg vom VWAP. Also man könnte damit rechnen, dass die vielleicht wieder da runterfallen. Und ja, wir schauen einfach weiter, wie es läuft. Also ihr seht da den verteilten Einstieg mit Limits. Der fängt sich auch schon an zu rechnen. Und da habe ich jetzt, da bin ich aber noch mit einem Kontrakt drin, minus 1,38. Ich sehe es das nicht, weil ich den Roboter da drauf habe. Müsste ich da noch ein weiteres Fenster drauf machen. Und ihr seht schon, dann nochmal als Beispiel ein Limit, nein, das geht nicht höher. Wir haben mal so verkauft.
die Spekulation scheint aufzugehen. Ja, jetzt sind wir wieder auf der VWAP runtergefallen, aber das sehen wir jetzt da nicht. Ich zeige es dann. Und was ich auch mache, ist eben auf den Halbstundenchart, den schaue ich auf dem Handy an. Also der beide Halbstundenchart vom US 500. Der US 500, der kommt jetzt nämlich nicht runter. Der Jones auch nicht. Das ist der Jones, US 30. Ich schaue einfach die parallel an. Da bin ich jetzt schon auf 31, also ich kann jetzt mit 140 30. Ich habe schon 20% Gewinn eingefahren. Das ist jetzt aber eine Kiste von Pending Order wieder weg. Das macht jetzt der DAX allein. Und ich muss jetzt das, ich sag jetzt das, es sind jetzt 23. Dollar, wenn ich da Führung gemacht habe. Hallo. Da habe ich teilweise ein Problem. Es reagiert ein bisschen lang. Und das ist, weil das ein australischer Broker ist. Wahrscheinlich. Aber eben nur der gibt mir die Konditionen. Ich stehe jetzt wieder neu ein. Auch wieder immer noch Limit. Ich kaufe also nur, wenn es einen Rebound gibt, sozusagen. Und da bin ich immer noch auf minus 1,38 da. Und das ist mir auch gleich, wenn es jetzt da wieder ein bisschen raufgeht. Ich kaufe mir einfach da und tue da verteilt einsteigen. Genau wie ich das da gemacht habe. Ich habe da den verteilten Rechen. Was jetzt aber ist, ich darf gemäß meiner Strategie nicht über den Mittag drin sein. Also ihr seht, da ist minus 1,50, da ist 1,38 dem geschuldet. Und geht da noch weiter, aber ich bin jetzt halt ein bisschen vorsichtig, weil es ist 8.21 Uhr, meint zwar noch Zeit, aber ich darf über den 9. nicht drin sein. Am 9. fließt wieder so viel Geld zu, dass es sehr gefährlich könnte sein. Ah, jetzt habe ich da X-Limit Sell gemacht. Ich kann die wieder löschen, wenn es mir nicht verwünscht hat. Wenn ich da zu viel drin habe. Und so, der ist jetzt wieder getriggert worden. Also ich kaufe nur, wenn es zurückgeht. Das gibt mir sehr günstige Preise. Und wenn es abstürzt, dann bin ich sofort im Plus. Ich darf dann noch wieder abgehen. So, habt ihr gesehen, so läuft das. Also, möglichst. Wenn es jetzt natürlich durch absaust, dann kann man auch einen Stopp oder man kann auch in den Market hineingehen. Jetzt sehe ich aber da auf einem anderen Bildschirm, dass wir da ohne Begrenzung haben. Mit Trendlinie schaue ich eben auch noch. Ob ich das dann noch zeigen kann. Jetzt müsste ich da wahrscheinlich gleich mal raus. Weil das prallt jetzt an der unteren Grenze ab. Also der DAX hat sozusagen eine Geometrie erreicht. Also mal schnell schauen, was ich da für Indikatoren habe. Ganz cool. Da ist das nicht drin. Ja, ich habe da nicht alle Indikatoren, gar nicht der VWAP, gar nicht drin. Das ist aber sehr strange. Ja. Ich muss das wieder reinholen. Also eben der VWAP, das findet ihr alles auf dem Market, Swiss VWAP Simple zum Beispiel.
der muss natürlich überall drin sein. Das ist der beste von der besten Indikator für die besten Trader. Und es ist extrem wichtig, dass er das drin hat. Da seht ihr, das ist der Gleichgewichtspreis. Den habe ich da in der. Haben wir jetzt letztens das Zeug rausgeschmissen und ich habe das nicht mehr richtig eingerichtet. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr seht auch, wir kommen auf den VWAP, es verlangsamt sich alles. Und Swiss OR Indicator habe ich da drin. Auch nicht, ja, schlimm. Der muss natürlich auch drin rein, der Swiss OR Indicator. Das sind also sozusagen VWAP und Swiss OR Indicator sind die wichtigsten. Wenn dann noch der EMA 200, der ist auch schön. Ich sehe da, wie sich der Kurs nach dem Regeln ausrichtet. Jetzt müssen wir noch den. Ah, shit, wo haben wir es jetzt? Da. Der ist ganz wichtig, der muss drin rein. Der zeigt mir mit Opening Range am 9. Schauen, ob ich das nicht mehrmals drin habe, doppelt. Oder muss einfach drin sein. Das ist extrem wichtig, die Opening Range muss mir angezeigt werden. Und ich muss jetzt da schauen, ob wir da noch weiter durch abgehen und sonst muss ich es halt killen. Ah, da wird mir der Button versteckt. Es kann jetzt wird es auf jeden Fall da beim VWAP ein Tanz um den VWAP geben. Das ist meistens so, gesehen, da ist es da ab und es geht wieder da auf. Da bin ich wieder relativ schnell im Minus. Da ist immer noch minus 1,38, also da hat sich nichts geändert. Dann haben wir schnell schauen, Indikatorenliste, habe ich gerade alles drin. Das stimmt soweit. Keine doppelt. Ich habe da zwei Parabolics drin. Ein langsamer und ein schneller, stimmt auch. Ja, stimmt. Gut, ja, das habe ich offensichtlich nicht drin gehabt. Und ich muss mal da noch einstellen. Da beim Swiss Faster Shark. Der, was ich am Morgen hatte, das ist 143,67. So, da können wir schauen, ich habe 24 Dollar Füße gemacht. Ja, man sieht, es gibt mir da wieder Long-Signal im US-500, der US-500 will jetzt also noch nicht runterkommen. Da muss ich auch aufpassen, das könnte da drehen. Und man hat jetzt eine klare Divergenz zwischen US-Indizes und DAX. Ich muss also aufpassen, ich muss dann irgendwie alles closen, da ist close. Wir sehen da die Distanz vom VWAP. Wir sind da halt vor einer 100er Grenze, die werden immer sehr schwer unterschritten. Also das schaue ich auch vor allem Jones.
Der ist jetzt da aber unter dem 100er. Das heisst, der könnte gut absacken und natürlich alle anderen mitziehen. Wir sind da unter dem 100er. 26, warte mal, nein. 28.700. Es ist schon fast wieder ein Rekordhoch da. Jetzt muss ich schauen, ob ich das zumache oder ob ich da nochmal rein limitiere. Weil der ist jetzt eigentlich nur darauf gegangen. Ja, wir müssen eigentlich ein bisschen warten, bis man da wieder reingeht. Ich habe einen 2-Minuten-Chart auf einem senkrechten Bildschirm, wo man das sehr gut sieht. Also da ist er eigentlich wieder zurück zum VWAP. Da ist er aber schon am EMA 200 abprallt. Und was einfach ist, ich bin limitiert. Ich muss also vor den 9 muss ich glatt sein. Darum muss ich jetzt da recht aufpassen. Jetzt. Das ist jetzt nur 0,3, da bin ich jetzt aber schon 5 im Minus. Das ist jetzt ein Fehler gewesen. Ich würde es da noch rein limitieren. Da habe ich jetzt von meinen 24. Da bin ich schon wieder 7 im Minus, das ist nicht gut. Und da tue ich auch noch rein limitieren. Ich habe das aber auf dem zweiten PC. Tue ich mal da drücken, weil ich da den Roboter drauf habe. Können wir dann noch ein weiteres Fenster aufmachen. Da mache ich nochmal ein Fenster auf. Das wäre der US 500. Wo ist der? Ja. So. Irgendwie muss das mal noch als Vorlage speichern. Ja, da haben wir dann noch da haben wir das Tool dabei. Also da sieht man gerade, dass ich da schon 2,45 im Minus bin. Ich könnte da 0,1 ein Limit Cell rein tun. Wenn ich jetzt annehme, da ging es jetzt wieder durch ab. Da ein Limit Cell. Da bin ich jetzt wieder auf 0,5, da auf 1,1. Und das ist der 5-Minuten-Chart, das ist der 1-Minuten-Chart. Also der 5-Minuten-Chart sieht eben schon so aus, als wenn es da wieder würde abgehen. Macht dann einen Stoppsell rein. Stoppsell, also nur wenn es runtergeht, wird verkauft, so jetzt 0,6. Der US 500, der ist jetzt schon weit über dem Niveau von vor der Corona-Krise. Also irgendetwas kann da nicht stimmen. Die USA ist völlig in der Scheisse. Viele Firmen laufen nicht mehr und trotzdem sind die Aktien so hoch, das ist natürlich die absolute Gelddruckerei.
So, und da mache ich noch Ticks rein. Da sehe ich dann noch Ticks. Ja, ich tue jetzt da noch ein bisschen umrahmen, weil es ist auf 0,7. Ich nehme Pendings wieder raus. Und so, jetzt muss ich aufpassen, da muss ich dann wahrscheinlich gleich raus. Da gehe ich jetzt noch Marke da rein. 0,7. Riskiere jetzt aber nichts mehr. Les cheveux sans fait, wie man so sagt. Man sollte eben nachher nicht zu lang investieren, weil nachher hat man die Bewegung nicht mehr. Man muss immer noch die Bewegung haben. Und man sieht da, der US 500, der bewegt sich überhaupt nicht. Da muss ich schauen, dass ich schon gleich rausgehe. Ja, der steigt sogar noch. Minus 2. Das zieht natürlich dann auch wieder den DAX auf. Also jetzt momentan ist der DAX und die US-Indizes sind divergent. Ich muss mal schauen, was da beim Euro-Dollar ist. Komisch, der Euro-Dollar, der steigt. Und dann sollte, wenn der Euro-Dollar steigt, sollte ja der DAX sinken. Ah ja, doch, das ist ja so. Es ist wieder mal richtig rum. Es ist auch manchmal verkehrt rum. Und mal schauen, was mit Gold ist. Gold steigt. Eigentlich müsste, ja, es müsste eigentlich alles gegeben kommen, weil Gold steigt. Und 16, 8, ja, ziemlich massiv. Ich schaue da. Das an, da, Gold steigt, der Euro-Dollar steigt, das müsste eigentlich der DAX abdrucken. Aber wenn Gold steigt, müsste es auch der Dow und der US 500 abdrucken, weil dann das Geld natürlich abfließt. Und ich muss da relativ rasch mal raus. Also da der VWAP hat da genügend Widerstand. Und eben, ich möchte vor den 9 draußen sein, weil am 9 gibt es wieder die extremen Liquiditätsströme. Genau, am 9 muss dann schnell warten, bis die Liquidität vorbei ist. Und dann kann man weiter handeln. Gut, da sehen wir jetzt eine ganz schwache Tendenz, dass es wieder runterkommt. 5 Minuten Kerze ist rot, aber eben die Halbstundenkerze, also die Halbstundenkerze, das kann ich jetzt da nicht zeigen, die ist grün, also ich muss jetzt wirklich aufpassen, ich darf nicht mehr weiter short gehen. Und mich erstaunt, dass wirklich die US-Indizes bei dir sausen, das ist, hat nichts mit der Realität zu tun. Und da aus dem DAX, weil der halt gewaltig einschenkt, muss ich gleich mal raus. Jetzt versuchen wir wieder den VWAP anzugreifen. Besser verteilen, da, den brauchen wir nicht. Ich handle dort den Jones, handle ich selber nicht jetzt momentan, weil der viel zu grosses Risiko gibt. So, jetzt sind wir da schon wieder im Plus.
Das muss ich noch keinen Blick haben. Da gemäß Roboter sind wir da long. Wir sind da weit weg vom VWAP. Gut, 7,4, das ist halt beim US500 schon relativ viel. Und jetzt sind wir beim VWAP Crosser. Gehört das? Der Roboter sagt das. Also nein, das sind die Indikatoren, wo mir das sagen. Das ist nicht der Roboter. Und ich muss da schauen, dass ich nicht zu lang drin bin. Ich tue da vielleicht so ein paar, die im Plus sind, schon killen. Ob es nicht wieder aufgeht. Ich sehe das schön am Tick auch, ob's, also so die Mikrobewegung. Insgesamt plus 4, plus 5. Ich schaue es immer im Halbstunden-Chart an. Es hat im Halbstunden-Chart eine Zunge gegeben. Eine Lunte, und es könnte gut sein, dass die wieder eingeholt wird. Ich mal schauen, ob ich das da zeigen kann. Ihr seht da, da ist es mal so weit durchabgegangen. Es könnte gut sein, dass es da auch nochmal so weit durchabgeht. Das sind immer solche Indizien, die man muss anschauen muss. Und jetzt muss ich da wieder auf den M1 gehen. Ich schaue den Halbstundenchart halt. Also ich habe jetzt eigentlich sechs Bildschirme insgesamt. Ich schaue überall das Gleiche an. So, jetzt habe ich da fast vor lauter Schnur etwas verpasst. Ich habe jetzt da die Lunte verpasst. Die hätte ich jetzt. Ja, das ist jetzt ein Scheiß gewesen. Ich muss da nämlich reduzieren. Ja, ich hätte da unten müssen zumachen müssen. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Das könnt ihr sehen, ich habe noch gezeigt, Halbstunden-Chart. Und schon sind wir in einem Rebound drin. Ich gehe jetzt da lieber etwas raus. Wir sind jetzt da noch mit 0,4 drin. Insgesamt 28 gehen. Das ist ein Doppelboden. Das könnte sehr heikel sein. Das könnte heißen, dass es da wieder recht aufgeht. Ich schaue, ob ich da alles wieder wegnehme. Es kann aber auch sein, dass es da im VWAP wieder abbaut. Dass es da einen dritten Aufsetzer gibt. Und wir sehen aber da, bin ich nur noch mit 0,69 minus. Es ist also ziemlich runtergekommen. Wenn jetzt 8,42. Sobald sich das ein bisschen beruhigt, gehe ich da wieder mit dem Limit rein. Jetzt zum Beispiel. Das gäbe vielleicht ein schönes Muster. Ja, geht nicht mal mehr so hoch. Ups, ich habe jetzt einfach nur gesellt, das wäre nicht so gescheit gewesen. Das hat es mir jetzt zum Glück aber nicht nachgenommen. 0,5. Noch ein bisschen warten. Die sollten möglichst auseinander sein. Sonst haben wir einfach ein Klumpenrisiko.
Ja, also da sieht es aus, wie der DAX im Vergleich zu gestern tiefer ist. Hingegen die US-Indizes sind massiv höher. Also der DAX, der hat die ganze Wahnsinnsbewegung nicht mitgemacht. Ich würde es auch wieder mit 0,5 drin. Da immer noch mit 1,2, es will einfach nicht runterkommen. Es ist aber irgendwie logisch, dass es so müsste kommen, aber eben, ich möchte nicht riskieren, über am 9. drin zu sein. Ich habe jetzt da noch einen Sell-Stop drin, da, dass das ein bisschen ausgeglichen wird, dass wenn ich da wieder da unten bin, dass ich dann auf 0 bin. Nochmal einen Sell-Stop. Also ich kaufe nur, wenn es wieder runtergeht. Oder ich verkaufe nur, wenn es runtergeht. Und ich muss möglichst raus. Wir nähern uns an der 9-Grenze. Ja, das will jetzt nicht runterkommen, da der V-Web ist ein starker Widerstand, ein starker Support. Der V-Web, der ist immer ein sehr starker Support oder ein Widerstand. Hier, da kommen wir jetzt durch. Stoppsell in, er ist zwar ein bisschen weiter weg, das ist ja, der US500 macht halt relativ wenig Strecke, weil er mit 3500 ist er natürlich viel kleiner als da mit 13.000 punktemäßig. Was einfach ist, ich muss da so gleich wie möglich raus. Ich weiß jetzt auch nicht, das ist da. Der V-Web ist ein Wahnsinns Support. Ich bin also nicht sicher, ob der noch in den letzten 13 Minuten noch durchschlagen wird. Und wichtig ist, ich muss einfach raus sein am 9. Es kann natürlich sein, dass am 9. gerade sofort durchrauscht, aber wie es momentan aussieht, es ist so viel Liquidität vorhanden, es wird so viel Geld gedruckt. Das Geld, das wartet wie in einer Schleuse und die Schleuse geht auf und dann schwemmt das Geld rein und dann ist da alles unter Wasser. Wenn ihr euch das so vorstellt, es ist schon extrem viel Geld am Warten. Für die Grossen muss es am 9. günstiger sein, einsteigen und dann fängt ja der Cashmarkt an. Und jetzt muss ich schauen, da möglichst rauszukommen. Mal schauen, da ganz deutlich sehen wir da den Widerstand. Übrigens ist das echt Geld. Ich bin also kein Demo-Trader. Wenn ich mit Demo trade, dann bin ich einfach zu wenig aufmerksam. Dann entweder wäre ich extrem reich oder extrem arm, weil ich dann einfach nicht so aufpasse. Hier, wenn es mit Echtgeld ist, dann bin ich einfach auf Draht. Und dann natürlich kann es bei mir auch
mega Verluste gegeben. Leider hat es das gegeben, jetzt am letzten Montag und am Mittwoch. Ich bin am Mittwoch so, also am Montag grausam reingerannt, weil es ist so draufgegangen in DAX, wie ich das nie erwartet hätte. Und es ist schon ein das Problem, dass was man nicht erwartet, das kann man nicht traden. Man müsste eigentlich alles erwarten. Das ist jetzt scheiße. Minus 7. Ein extremer. Es steigt wieder extrem an. Ich gehe jetzt, aber da wir haben 10 vor. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Da sollte ich jetzt langsam raus. Wobei der US 500 natürlich nie so gross ist. Da kann man noch hinter drin bleiben. Ah, oh, minus 10, scheisse. Warte noch ein Moment. Steigt da auch wieder an ein bisschen. Schnell eine Liniengrafik rein tun. Ja, Mist, das sieht da schlecht aus. Also, ich mach da wieder. Balken rein. Nein, es sind nicht Balken, Candlesticks. Ja, man sieht da, dass das ist so eine richtige SKS in sehr kurzer Zeitspanne. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die noch abverkauft wird vor der 8. Die Gelinie ist der EMA 8. Da sieht man relativ gut Bewegung. Ja, die Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Schulter, Kopf, Schulter, Schulter. Die geht jetzt wieder runter. Und es sieht eigentlich so nach, das da sieht nach einer Flagge aus, also das heisst, es ist da irgendwie so ein Keil und das geht da wieder gegraben, aber auch wenn jetzt das noch im Gewinn ist, es ist einfach meine Regel, dass ich rausgehe. Ich gehe vor den 9, mache ich platt. Weil es einfach, ich habe zu viel Mega-Verlust gehabt. So, jetzt mache ich platt. Und da warte ich noch. Da mache ich auch platt. Sehen das? Es geht relativ langsam. Leider. Da habe ich noch ein Sell Limit drin. So, ich bin jetzt auf 100. Ich habe jetzt von 8 bis 9 29 Dollar gemacht. Ich habe angefangen mit 143. Jetzt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen zu früh raus. Ihr seht, jetzt stürzt es schön unter dem VWAP. Aber eben, das
Das muss man halt einfach können. Man muss die Regeln über Gier setzen. Es kann jetzt nämlich sein, dass am 9. auf einmal da ein Damm bricht und dass es zuerst mal halt drauf geht. Und ja, darum. Das ist es aber. Man muss die Gier können im Zaum halten. Es ist jetzt 54, nein. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen zu früh raus. Ich hätte jetzt noch ein bisschen warten können. Ja, ziemlich zu früh. Ich hätte dann noch mehr Stutz können machen. Vielleicht etwa 40. Und 40 von 140. Ja. Du brauchst halt manchmal Nerven da, nach hinten zu hocken. Wir sehen jetzt dreht es aber. Wir wissen nicht, die Karten werden jetzt am 9. neu gemischt. So. Ich lasse das jetzt einfach laufen. Bis am 9. mache ich nichts mehr.
So, wir haben jetzt 8:59 Uhr. Und wir müssen jetzt schauen, ja, ihr seht da, es wäre da noch ein bisschen durchabgegangen. Jetzt ist die Opening Range Markierung aufgegangen. Und ich habe da eigentlich schon ein Limit Cell inne da, das wäre jetzt zu dumm gewesen. Also generell ist natürlich so, dass es wahrscheinlich durchabgeht. Aber dass jetzt momentan die Schleusen aufgeht und es fließt jetzt einfach mal Geld rein. Da seht ihr, das ist die Schleusen auf. Ich traue mich jetzt da eben, solange es noch da drinnen ist, noch nicht lang zu gehen. Solange es in dieser Opening Range ist. Weil generell zeigt es mir im 30-Minuten-Chart in der Short da. Vielleicht ein Limit Sell rein, das riskiere ich jetzt. Limit Sell. Nein, ich muss so sellen. Dann im Market Sell noch genommen. Jetzt da einfach, ich denke jetzt, es wäre die nach oben gegangen. Wir sind ja zwar immer noch am VWAP. Ja, sag ich, mein Handy ist stillgestanden. Das gibt es leider an mich auch, dass der MetaTrader teilweise nicht so zuverlässig läuft. Und ich habe es jetzt auf dem Handy neu starten, den 30-Minuten-Chart. Ich tue da noch ein bisschen reinbuttern. Da die OR down, also die untere OR ist oft ein sehr harter Widerstand. Also ein harter Support. Support blöd. Und da prallt es sehr häufig ab. Darum muss ich da wahrscheinlich, ich tue es gerade wieder glatt stellen. Es ist ein bisschen bei dem Broker. Sehr langsam, ihr seht, wie das langsam Pendings nehme ich raus. Wie das langsam geht. Ich bin jetzt auf 35, 11, ah, Scheiße, nur 3. Ja, und es geht weiter runter. Ja, da habe ich jetzt das wahrscheinlich verpasst. Pendings wieder raus. Ja, und was mir jetzt da passiert, ist wahrscheinlich, dass mir. Ja, es ist da. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Es geht da wieder zurück an den Widerstand. Ich muss also da noch Limit Cell rein tun. Das ist jetzt ein bisschen unvorsichtig gewesen. Wir sehen jetzt auch da, bin ich da mit 1,2 drin und minus 10. Aber das da wirkt als Widerstand. Das könnte ja so gut sein, dass es jetzt da noch ein bisschen durchabgeht. Ich tue jetzt das wieder ein bisschen ausblenden. Weil ich tue jetzt eigentlich nur noch den DAX traden, weil ich dann genügend Aufmerksamkeit brauche. Die Stops ein bisschen büscheln.
Mit 1,4, das sollte momentan lange. Also bis so wenig Kapital, wie ich habe. Wenn es mir eben da ausschlägt, dann bin ich gerade erledigt. Und wenn ich da mache auf Close, dann ist der Algorithmus viel zu langsam. Jetzt da kann ich dann wieder ein paar einsammeln. So aufpassen, dass jetzt wenn der hergibt. Wir sehen da die US, die sind immer noch über dem VWAP. Also die müssen auch drunter kommen, damit das da richtig durchabkommt, sonst wird da der DAX immer wieder gekauft. Ja, jetzt kommt er wieder an unter die Opening Range an. Ja, das ist nicht gut. Das ist die Opening Line da. Da ist so am 9. Wow. Minus 28. Also der ganze Gewinn ist fast wieder weg von heute Morgen. Setzt den Stopp los da aufs letzte Maximum sozusagen. Da ist auch wichtig, man muss immer das letzte Maximum haben für den Stopp los, wenn man short ist. Wenn man da absolut hoch ist, dann sollte man nicht short reingehen, weil dann hat man keine Richtschnur. Man sieht da, die US kommen runter. Ich habe da jetzt nochmal einen Stoppsell da, zum ein bisschen. Ich habe jetzt da einen Klumpen. Ist nicht so gut. Muss da die Stops noch ein bisschen wegnehmen. So. Jetzt sind wir mit 1,5. Eigentlich müsste jetzt die ganze, wenn jetzt das unter der VWAP geht, dann müsste ja das da durchabkommen. Mit 1,6. Und ich möchte jetzt da dann schon ein paar einsacken. Möglichst ohne etwas zu machen. Es ist manchmal so schnell wieder da oben. So, jetzt tue ich auch da ein bisschen killen. Jetzt nur noch 1,2. Es ist einfach ein. Es kann so verdammt schnell wieder hochgehen. Ich ziehe jetzt da die Stops noch. Ich kann da jederzeit einen Rebound haben. Einen massiven Rebound, weil es hat einfach so viel Geld rum da. So, jetzt ist wenigstens der Schrott abgesichert. Jetzt sind wir sind an der unteren Projektion. Das ist oft so, dass es da nachher nicht mehr weitergeht. Ich möchte jetzt schon weiter reduzieren. Bin jetzt nur noch auf 0,8. Sind ja der Gewinn schon 47. Rebound, das ist oft so an der unteren Projektion. Ja, da ist natürlich der. Die US ist jetzt auch unter der VWAP gekommen, unter die Projektion.
Ich müsste jetzt aber schauen, dass man da nicht alles weggekillt wird, wenn ich da mit 0,5 oder nein. Ich habe jetzt da noch nicht alle abgesichert, da ist noch ein Stopp. Ich will jetzt aber wirklich noch. Ah, ich bin nur noch mit 0,1 drin, der aber noch ein bisschen laufen lassen. Jetzt plus 64. Ich habe vorne. Was habe ich gestartet? Mit 143. Also ich habe jetzt schon 50% gewonnen. Und wir haben jetzt erst 9, 10. Also eben. So macht man Kölle wie der Harry Hassel. Es ist leider so, ich mache nicht aus 1000, 1500. Ich mache aus 150 vielleicht 200. Ja, das ist ja schon das Ziel. Ich habe eigentlich heute Morgen das Ziel gehabt von 200. Bist du schon drüber? Das ist jetzt aber nicht jeder Tag ist so volatil. Muss man auch sehen. Da mit dem einen bin ich jetzt schon auf 5, das ist nur 0,1 Kontakt, da schon 5 Stutz im Gewinn. Ich möchte jetzt aber da, wenn es einen Rebound gibt, das Geld nicht mehr abgeben. Ich bin ein verdammter Geizhals. Ich gönne der Börse nichts. So, jetzt bin ich draußen. Jetzt habe ich 68, 90. Jetzt haben wir 9, 11. Und ich sehe jetzt, wie die Opening Range Methode funktioniert. Ich habe da den Swiss OR-Indikator. Der findet alles auf MQL5. Wir haben alles gratis. Ihr könnt das gratis so Stütz machen wie ich. Ich bin ja gerade am Buch schreiben, dass, wenn ihr das Buch habt, dann habt ihr sozusagen das Geheimnis vom Money Making. Und ja, jetzt warten wir wieder ein bisschen geduldig. Jetzt gibt es wieder einen Rebound. Wir sind jetzt aber trotzdem eben generell auf Short und wir können dann da, wir steigen da wieder mit Limits ein. Wir sehen da, wir sind da schön beim 100er. Es geht da wieder auf den 100er zurück. Da sind wir nicht beim 100er. Ich tue da einfach Limits rein. Ja, das habe ich jetzt schon wieder ein bisschen zu fest gemacht. Wenn einer genommen wird, dann lösche ich die Pendings. Vielleicht noch ein Stop-Sell. Hallo, das nehmen wir noch nicht alle. Das ist leider der Broker, das ist der IC Markets. Der hat eben 0,1 Kontrakt im DAX. Und ich sehe da die Margin, die ist da nur etwa 7 Franken pro Zeitungskontrakt, also etwa 70 Franken für einen ganzen Kontrakt. Und das ist natürlich, nur so kann man so Stütz generieren, weil man muss relativ wenig hinterlegen. Und ich habe dann da prozentual unglaubliche Renditen erzielen. Wir haben jetzt erst 9,14. Ich habe schon 68 gemacht. Irgendwann, wenn ich dann halt einmal fertig, man darf nicht allzu lange dranbleiben. Wie man sich irgendwann mal nicht mehr kann konzentrieren kann. Es braucht einfach eine Wahnsinnskonzentration. Jetzt da wieder mit 0,4 drin und ich
ziehe jetzt den Stopp wieder nach, weil ich will nicht etwas der Börse schenken. Es geht dann noch weiter da ab. Es geht über die OR-Projektion durch ab. Meistens gibt es da unten eine Wende. Mach da wieder zu, ich habe das Gefühl. Ja, da wo ich selber Druck sehe, das ist relativ langsam, es geht aber effektiv schnell. Ich bin jetzt schon auf 77,94. Wir haben jetzt 9,15 Uhr. Jetzt da wieder mit 0,1 eingestiegen. Also irgendwann hat das Rallye gegen Abend natürlich ein Ende. Und es kann sein, dass jetzt das Ende da. Nein, ich muss raus. Das war jetzt wieder ein Verlusttrade. Es ist bei mir halt einfach jenseits von der UR-Projektion. Ich kann sehen, dass der Schwung draußen ist. Ich muss jetzt mal schauen. Ja, und das ist gefährlich. Wir sehen da, wir sind da bei einem 100er. Da sind wir zwar nicht bei einem 100er. Da sind wir auch in der Nähe von einem 100er. Das kann also ring wieder zurückkommen. Also, ich warte jetzt mal. Ja, es geht trotzdem noch weiter ab. Da, das ist jetzt die Frage. Durchbricht es da den 100er nachhaltig? Bin da vorne zu früh ausgestiegen, wie man gesehen hat. Aber man muss ja nicht alles mitmachen. Es wird einfach gefährlicher. Wir sind da. Ja, seht ihr da die Rebounds? Das ist gefährlich. Wenn wir da beim Dow bei einem 100er sind. Es geht manchmal ein bisschen drunter bis 90, 85 und wupp, geht es wieder drauf. Schauen wir mal nach, was die anderen Assets machen. Ups, einen Moment, haben wir da. Sind wir jetzt erst am Vortagesmaximum? Ja, ups. Das sein. Ja, wir sind anscheinend wirklich so hoch. Ich gehe jetzt da nochmal rein. Zwar mit einem Limit bei dem 50er Niveau. Wir sind so hoch drin. Jetzt so teilweise ein bisschen durcheinander reingegangen. Scheiße, habe ich jetzt da die Important Lines nicht drin. Ja, ich habe da einen Indikator nicht drin. Das Swiss Important Lines, das müsst ihr auch, der ist auch gratis. Das zeigt die wichtigen Linien an. Und der Vortagesschluss im US 500, der kommt erst da. Aber das Vortagestief vom DAX ist schon gleich in der Nähe. Das heißt, wir müssen da tunlichst raus, weil wir sind da vor dem Vortagestief. Und mal schauen. Ich schaue jetzt auf dem anderen Bildschirm. Ich muss das nachher rein tun. Ich kann das jetzt nicht gerade rein tun. Es ist ein blöd, dass ich da einen Film mache, ohne dass ich geschaut habe, ob alle Indikatoren drin sind. Ich muss da voraussichtlich raus, weil es könnte ja, ich gehe raus. Es ist halt 3 Dollar im Eimer. Das muss natürlich rein. Ups. Also, eben da habe ich da
das ist die Swiss Important Lines. Den müsst ihr immer drin haben. Ich habe gesagt, es wird gefährlich da. Und jetzt will ich noch die Swiss Important Lines nicht. Die könnt ihr natürlich auch vom Market abladen. Wie ihr das müsstet. Also ich kann es da mal zeigen, wie das geht. Wir gehen auf Market. Und wir müssen da Indicators. Da gehen wir auf Swiss. Da sehen wir schon die da. Ich glaube es. Da, Important Lines, ladet das ab und dann haben wir das im Marketing. Download. Dann haben wir das da im Ordner Market. So. Das ist fast der wichtigste Indikator. Also da könnt ihr gerade die Fonts brauchen, ihr könnt die Farben abändern. So. Jetzt müssen wir da mal schauen, was es anzeigt. Da, PDL. Das Vor- Tagestief sehr gefährlich. Mal schauen, haben wir da das PDL? Ja, da ist das PDL noch weiter. Also wichtig, Swiss Important Lines. Ihr könnt da alles gratis auf MQL5 mit Swiss Quality abladen. Und ja, dann seht ihr, wie das funktioniert, dass ich eben die Kurs halt immer an den Vortageswert orientieren. Ich meine jetzt das PDL. Gehe jetzt dann noch ein bisschen short, aber nur mit 0,1 Grad Market. Und Take Profit ziehe ich da drauf. Ich bin jetzt am Buch, ich bin schon längstens dran, weil ich bin da natürlich einmal selber. Ich bin immer noch selber am Lehren. Stopp bloß nachziehen. Wie gesagt, ich gönne die Börse nicht. Da könnte sie das beim Pre-Day Close wieder wenden. Das ein bisschen Take Profit ein bisschen runter. Bin aber da parat zum Kill. Wir sind auf dem PDL. Also ich habe jetzt 74 gewonnen. Das ist etwa 50% von denen. Ich bin mit 143 rein. Schon 50%. Es ist jetzt 9.23 Uhr. Ich habe schon 50%. Ich sehe da auch, weg. Ich hatte da vorne leider einen Verlusttrade gehabt. Aber eben, wenn wir eben nur klein verlieren, verlieren wir nicht viel. Und jetzt bin ich vorsichtig, wir sind da beim PDC und der PDL ist da unten. Es kann jetzt also gut sein, dass wir da wieder mal sicher mal abballen. Ich möchte jetzt natürlich nicht mehr viel Stutz verlieren.
Wenn es aber um das PDL geht, wir könnten da erwarten, dass es dann nochmal zurückgeht. Jetzt dann nochmal ein Limitzell, aber eben nur ein Fehler. Wenn es nachher weiter drauf geht, dann sind wir weiter dabei. Es wird jetzt einfach immer wahrscheinlicher, dass eine Wende kommt. Wir sind da da noch nicht mal beim Pivot. Also die US-Indizes, die sind so Berge hoch gestiegen. Es ist eigentlich kein Wunder, dass das durchkommt und dass das dann vielleicht den DAX auch noch ein bisschen runterreisst. DAX ist auch extrem. Also DAX ist auch schon fast wieder auf Vor-Corona-Level. Das ist alles über Vor-Corona-Level. Stellt euch vor, die Firmen laufen nicht mehr, aber die Aktien, die sind nach wie vor hoch. Das ist ja unter anderem Dow Jones, da ist Boeing drin, wo schwer betroffen ist. Aber weil einfach Geld gedruckt wird, fließt das Geld in die Aktien. Und das ist der Weg, wie der kleine Mann kann von der Aktie gewinnen. Wir müssen keine Aktien kaufen, sondern wir haben einfach einen Aktienindex, wo wir traden. Und was eben ein Vorteil ist in der Schweiz, ist das gratis, weil wir keine Dividenden haben. In der Schweiz tut man nur Dividenden versteuern. Und ja, da ist eigentlich die Schweiz das Paradies. Ja, das ist jetzt das, was ich befürchtet habe. Es prallt ab am PDL. Da am PDC, Vortages-Close. Ich möchte jetzt da nicht zu groß mal warten. Ja, es geht aber darunter. Wenn das unter das Vortagestief geht, dann könnte es heißen, dass es recht weiter absackt. Schon wieder ein Stutz weg. Warten wir noch ein bisschen. Tun wir das genau anschauen da. Nein, wir riskieren nicht. Da sehen wir halt, durch den Fehler habe ich jetzt etwas riskiert. Ich gehe jetzt da mit dem Limit Buy rein. Nochmal ein Limit Buy. Es kauft ja nicht einmal, es will so drauf. Es ist jetzt eigentlich eine Übertreibung. Es ist da aber wahrscheinlich noch nicht. Es könnte jetzt da eine kleine V-Umkehr geben. Ich möchte jetzt aber auch nicht mehr drin sein. Es kann auch sein, dass es da wieder durchabgeht. Steigt da nach hinten. Man sieht da, der Parabolic hat da gewendet. Da auch, da müsste es uns eigentlich ein Kaufsignal geben. Vom Roboter her. Wir haben aber einen Filter drin, wegen dem VWAP. Ja, wenn es zu nah am VWAP ist, dann gibt es nichts. Also ich bin da eigentlich misstrauisch, wenn es relativ nah beim VWAP ist, dass es nicht kauft. Aber da sind wir schon recht weit weg. Wir müssen genügend Distanz haben. Wir haben da 80 Punkte, nein, das sollte lange. Aber da ist jetzt überhaupt keine Garantie, ob das PDL hebe. Darum gehe ich da noch nicht mit sehr viel rein. Wir sehen gerade, es kostet halt, jeder Versuch kostet. Ich habe da nochmal ein Limit bei drin, wenn es also nochmal runterkommt. Es ist eben sehr oft das PDL, das das hebt. Noch ein Limit bei. So, jetzt bin ich mit 0,7 drin, ja, fast ein bisschen mit viel. Da seht ihr, es geht dann nochmal aufs PDL zurück.
Motto Namenlimit bei. Und eben in Gottes Namen, wenn jetzt das durchgeht, dann habe ich einen rechten Verlust. Das ist halt das Risiko. Ich ziehe da den Stopp. Nein, ich kann nicht. Ja, jetzt sehe ich schon wieder 20 Stutz verloren. Scheiße. Es ist da durchs PDL durchgebrochen. Da wäre es vielleicht gescheiter. Ja, oh, weg. Da habt ihr gesehen, oh, jetzt habe ich da gerade massiv verloren. Etwa 27 Stutz. Das ist jetzt extrem gefährlich. Hätte das jetzt lieber. Oh, wow, wow. Ja, das ist jetzt ein Riss. Ich habe jetzt da schon gerechnet mit einer Wende. Die Wende wird aber wahrscheinlich erst da unten kommen. Und man sieht da, der Roboter hat da einmal lang gemacht und wieder short. Shit. Ja, aber das passiert. Viel zu früh schon lang gegangen. Jetzt tue ich aber nichts mehr traden. Wir haben jetzt 39. Ich warte jetzt wirklich. Wir müssen da einen Anstieg haben und einen Rücksetzer. Wir müssen eigentlich ein tieferes Tief haben, wo wir einen Stopp ansetzen können. Sonst können wir nicht lang gehen. Short finde ich jetzt nicht mehr gut, weil wir sind einfach schon recht weit gelaufen. Jetzt habe ich mein Tagesziel von 200 oder mein Morgenziel von 200 wieder verpasst. Nur noch 46 plus. Da Fehler passiert. Ich hätte den Stopp los natürlich genau da am PDL sollen haben. Also, der war ein bisschen zu weit gewesen. Oh, was? Jetzt ist da der Tausiger unterschritten worden. Mit dem habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Das 85er Niveau. Wir müssen aufpassen. Es kann auch sein, dass es da wieder eine Wende gibt, aber wir können da nicht direkt. Wir müssen jetzt auf. Ja, ich habe jetzt da mit der V-Umkehr gerechnet, das ist falsch. Also da wird es sicher eine Akkumulationszone geben, also hin und her, hin und her. Und da kann man dann einsteigen, lang. Das war eindeutig zu früh gewesen. Ups. Ich hätte jetzt da so gut können shorten, aber das weiß man ja nicht. Ja, wir sind jetzt also wirklich recht durchgekommen. Das ist jetzt erstaunlich. Wir sind jetzt beim 85er Niveau, es kann sein, dass es da eine Wende gibt. Aber wir müssen auch die da sehen, die parallelen Sets. Wir sind jetzt da in den US-Indizes, erst beim Pivot-Punkt. Ja, so schnell ist eben ein Gewinn wieder weg, das habt ihr jetzt gerade live gesehen. Ein Fehler,
an einem PDL halte. Ich bin schon lang gegangen und es geht noch mal Short. Und da bei so einem massiven Abschutz muss man, da hat man nicht einfach eine V-Umkehr. Da wird es ein Weile gehen, das muss ich jetzt da einpendeln. Das müsste ich jetzt da mehrmals zum Beispiel ums PDC umschlängeln, eine Akkumulationszone geben und erst dann kann man lang. Short kann ich jetzt da eben wirklich nicht mehr. Es ist schon wirklich sehr, sehr weit unten. Ich kann vielleicht auch nicht beachten, ich müsste den 30-Minuten-Chart noch ein bisschen besser anschauen. Das ist vor allem, wenn bei einer, an einer neuen halben Stunde, wenn das positiv wird, dann kann man auch lang gehen. Also jetzt ist es noch zu früh, wir können noch nicht lang gehen, wir müssen warten, bis sich das einpendelt. Da sollte man schon deutlich sehen, dass es da Wende macht beim PDC. Genau. Da kann es jetzt nicht lassen, ein Limit bei. Das ist wahrscheinlich ein Unsinn, weil wir da noch nicht auf einer Wende sind. Gut, da sieht es so aus, als ob wir erwähnt. Wir sind jetzt da beim PDC, es ist also nicht nachhaltig unterschritten worden. Da wären wir auf dem 85er Niveau unter einem 1000er. Könnte natürlich schon sein, dass es da anzieht. Aber wenn man so einen Versuch macht, einen langen Versuch, so einer heiklen Stelle, dann muss man wirklich, dann darf man nicht gerade sofort mit 0,6 sein, sondern man muss mit 0,1 warten, bis man wirklich sicher ist. Wenn da der Support 1 vom Pivot, wir sind da beim Pivot, PDC, man hätte da schon genügend Unterstützung. Wir sind da schön beim 85er Niveau. Heißt aber nicht, dass das heißt überhaupt nicht, dass es hebt. Ich habe da im zweiten Limit bei. Seht ihr, ich setze den und es kauft nur, wenn sie dadurch abgeht. Sozusagen. Man kauft geizig ein. Ich muss noch weiter warten. Ich darf nicht noch mehr reinjuffeln. Ich muss warten, bis es wieder aufs Plus geht. Ich darf da eben nicht zu viel auf einmal, sonst habe ich da einen Klumpen. Ich bin jetzt mit 0,4 drin. Ich muss jetzt aber warten, Geduld, das ist nicht meine Stärke. Oh nein, es ist wieder zu früh. Es geht runter und wird ausgestorben. Nein, shit.
Sehen da jetzt nur mit 0,4 habe ich da ein minus 13 drin. Shit. Ja, also jetzt bin ich nur noch bei 176. Dann ist schon das zweite Mal verloren. Ja, und jetzt bin ich, ja, es geht also weiter nach, aber ich habe jetzt da noch eine Limitzelle nicht da, aber nur eine. Also wir sind da weit und breit noch nicht an der Talsohle. Und wir müssen mal schauen, 49, dass ich da dann mal unterbreche und erst am 10 weiterfahre. Also das ist jetzt sehr schlecht gewesen. Im Tau sind wir eben noch nicht mal am Pivot. Ja, und jetzt haben wir aber da starke Rebounds. Da seht ihr, ich bin da nur mit 0,1 drin. Ah, weg. Sehr viele Fehlstart. Wir sind einfach noch zu früh, 9,41. Meistens kommt da so die Wende so gegen die 10. Ja gut, ab 49 könnte eine Wende kommen. Aber da ist auch, es ist noch zu wenig gewesen. Also wir müssen eigentlich so etwas haben, ein Doppelboden oder irgend so etwas. Also ich tue jetzt nichts mehr machen. Wir müssen einen Doppelboden haben. Eine V-Umkehr kommt da nicht in Frage wahrscheinlich. Und jetzt ist halt einfach, ich mache jetzt nichts, bis wirklich eine deutliche Wende gibt. Jetzt bin ich nur noch auf 30, 20. Ah, Scheiße. Also da, es müsste dann nochmal runtergehen. Auf die gleiche Höhe dann nochmal drauf. Also Geduld. Da sieht es jetzt aber so aus. Das sieht aus wie ein Doppelboden. Da, ich denke, der US 500, der steigt da wieder. Dow Jones haben wir auch so etwas in einem Doppelboden. Ja, was ich amig mache, wenn ich jetzt nicht so viel riskieren will und experimentieren, dann gehe ich da im US 500 rein. Schauen wir, wie das da aussieht. Das sieht da schon nach ein nach Wendy aus. Ich gehe jetzt da mal rein mit dem Stopp bei. Jetzt haben wir mit dem Limit hin, aber nur mit 0,1. Also das geht da wahrscheinlich nochmal dadurch ab. Und das müsste dann so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation geben. Schauen wir mal. Sehen wir, es kommt, der US 500 steigt da tatsächlich, macht dann auch einen Stopp bei, du den noch ein bisschen näher anziehen. Ich habe da eben eine Distanz von 1 drin. Ja, offensichtlich kommt da der US 500. Und beim DAX muss ich halt einfach schauen, das ist
Stop-Loss muss da drunter sein. Weil es wäre Schulter, Kopf, Schulter. Es kann aber sein, dass, jetzt, dass der DAX da jetzt sehr lange rumgeplempert da drin. Und 49 ist ein früh für eine Wende eigentlich. Morgen Wende, wenn sie so stark abgegangen ist. Aber das scheint jetzt zu funktionieren. Mach dann nochmal ein Limit bei drei. Aufpassen, nicht klumpen. Ist da mit 0,3 drin. Aber eben, wie gesagt, das kann immer noch da oben kommen. Schulter, Kopf, Schulter. Vielleicht wird die geht es da direkt rauf. Ja, da sind wir also auch nicht so stark, da sind wir ganz ein wenig im Minus, da sind wir aber schon ein bisschen im Plus. Ja, jetzt sind wir wieder, jetzt haben wir den Tausiger wieder eingeholt. Also ihr seht, das ist bis in den 50er gegangen und den 1000er haben wir wieder. Ich wage jetzt ein bisschen etwas Grosses, ich bin jetzt da mit 1,4 drin. Ich muss aber damit rechnen, dass es wieder bis da runter geht. Das ist für das Kapital, das ich drin habe, ein bisschen viel gewagt. Ich bin jetzt da schon recht wieder im Minus. Der kommt da wieder aber an, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Aber die 13.000, die hat es in sich. Wenn die mal überschritten ist, behaltet man sie meistens. Wir sind da immer so auf 98, 99. Da wieder, wir sind jetzt wieder über die 13.000. Ja, es ist die Frage, max das oder max das nicht? Ich bin jetzt da mit 1,4 ziemlich stark drin. Da mache ich nicht so recht rauf. Und ich habe da mit 1, die Distanz 9,6, das ist ja recht viel. Das sind etwa rund 40 Punkte. Das ist etwa 50. $50, der Stop-Loss da. Hat's da nochmal ein Limit bei drin? Da im US sind wir immer noch negativ. Das sieht ja da schon schön nach Wendy aus. Ja, und das kommt da auch. Der Limit da ist gar nicht ausgelöst worden. Das heisst, wir sind da noch nicht mal im Plus. Ich habe damit gerechnet, dass wir da schon längstens im Plus sind. Es hat so schön ausgesehen da. Es sieht so rallymäßig aus. Und
Wir kommen aber zwischendrin wieder durch ab. Da der US-500 auch. Jones natürlich auch. Ja, da sind wir ein bisschen negativ. Also wir das können einfach aussitzen. Das ist etwa 50 Stutz, die wir aussitzen müssen. Also das Modell ist nicht mehr gültig, wenn wir da drunter gehen. Dann ist es kein Schulter-Kopf-Schulter mehr. Wieder runter tun. Und wenn wir es da drunter setzen, dann ist es eben noch grösser. Dann ist es gegen die 100. Das sieht schlecht aus. Ui, wir sacken ab. Schon auf minus 25. Also wir haben jetzt den gleichen Morgengewinn weg. Der Roboter zeigt gegen da. Da minus 0,69. Mit dem müssen wir rechnen. Wir haben hier eine Akkumulationszone. Ich bin da mit einem Ganzen, habe ich jetzt einen Klumpen gemacht, das ist falsch. Es wäre gescheiter, da verteilt einzusteigen. Oh, wir sind da schon fast auf minus 50 schon. Hier noch ganz leicht runter. Minus 46. Ich habe jetzt hier noch einen Stopp rein. Noch einen Stopp rein, also wenn es aufgeht, wird es gekauft. Wir sind da wieder beim ominösen 85er Niveau. Und wir sehen eigentlich in den parallelen Dings, sehen wir den, die Schulter-Kopf-Schulter, sehen wir. Wir haben jetzt 9,54. Normalerweise kommen die Wände so gegen die Zähne. Ist natürlich nicht gesagt. Wir sind jetzt mit 1,8. Ich habe da nochmal einen Stopp bei gemacht. Weil ich jetzt ziemlich sicher bin, dass wir da die SKS haben. Da muss ich aufpassen. Eventuell muss ich da schon früher aussteigen, wenn es wirklich jetzt nicht weiter rauf mag. Es
kann jetzt da auch ein langes Geplänkel geben. Jetzt bin ich schon mit 1,8 drin. Jetzt ist natürlich das Minus grösser, wenn es durchabhält. Ich darf da auch nicht zu schnell einsteigen. Es ist sehr heikel. Dann auch mit einem Stopp bei drin. So, jetzt haben wir es. Aber jetzt muss ich da die Take Profits vielleicht noch ein bisschen wegnehmen. Wir sind jetzt mit 1,9 lang. Jetzt darf ich nicht mehr reingehen, ist schön so fett. Also ihr seht, ich habe mehrere Fehler gemacht. Ich bin da schon zu früh reingegangen. Wir sind jetzt wieder beim PDL. Und ich weiß nicht, ob ich da muss raus. Ich sehe jetzt die Parallelen gesetzt, also eben US 500. Ja, der ist jetzt da langsam schon ein bisschen geheilt. Minus 0,5. Und ich glaube, ich muss jetzt da halt vielleicht dann nochmal einen Rücksetzer hinnehmen. Weil ziemlich sicher gibt das eine Wende. Es darf jetzt immer nicht mehr unter die 13.000, dann haut es wieder gegeben ab. Ich hätte da noch einen Stopp bei müssen reintun, weil ich es nicht kassieren kann. Ich möchte da mit einer Rundenzahl drauf gehen, mit zwei Kontrakten. Da sind wir schon im Positiven. Jetzt sind wir am PDL. Schauen, ob wir das überwindet. Wir prallen ab. Bin höchst konzentriert. Wir sind 70 Punkte vom VWAP entfernt. Da oben. Eigentlich wäre das Ziel, dass wir wieder da zum VWAP zurückkommen. VWAP ist ja der Gleichgewichtspreis. Jetzt stürzen wir nochmal ein. Oh shit. Immer parallele Sätze beachten. Der Euro-Dollar, der steigt eben auch ein bisschen stark. Das ist auch negativ für den DAX. Aber eben, es ist nicht immer, die Korrelation stimmen nicht. Gold steigt wieder schlecht. Ja, wenn es jetzt da wieder auf die 13 geht, dann mache ich halt wieder zu. Der macht sich gut da, der US 500 erholt sich. Ich bin mal auf dem Höchststand plus 76 gewesen. Das bin ich jetzt also noch nicht. Oh.
Icon, wir sind jetzt da wieder unter dem 13.000er. Da habe ich Stop Loss zu nach. Shit. Ja, jetzt habe ich sie weg. Da muss ich jetzt eben verdammt aufpassen, das muss wieder drüber kommen. Der ist jetzt auch wieder drunter. Wir haben da aber einen Aufwärtstrend, also ich bleibe jetzt halt drin. Wenn jetzt genau 10.00 Uhr. Ich bin jetzt an. Was ich noch versäumt habe, ist News zu schauen. Was ist in den News los? Ich muss eben aufpassen. Heute ist zwar Freitag, das ist nicht so häufig. Das wäre meistens erst um 2:30 Uhr. Wäre da News rum. Immer knapp um die 13.000. Da Parabolik zeigt immer noch lange. Ich muss also wirklich noch drinnen bleiben. Kann also gut sein, dass da dann wieder irgendwie der Stopp los müsste dann da sein bei Mess 1. Sind aber auch, es ist halt da sehr langsam. Sehr langsam erholt sich da das Ganze. Es kann sich dann aber auch irgendwann mal plötzlich, also im Rallye-Modus, kann es aufjagen. Wenn da dann mal alle Shorties rausgefiltert sind. Und da ein bisschen aufpassen mit den Take-Profits. Wow. Jetzt kommen wir massiv wieder zurück. Ich muss da die Stops auch noch etwas schöner anordnen. Wir haben da natürlich durch die vielen kleinen Dinge haben wir sehr viele Stops. Sehr viele einzelne Stops. Da sind wir jetzt eigentlich durch die Parabolik schon durch, durch die längere Parabolik noch nicht. Ich habe es jetzt da nochmal aufgestockt mit einem Limit. Es ist da mit 2,1 drin. Da die Pendings nicht mehr raus, die ich noch drin habe. Macht dann noch einen Stopp bei ihnen. Es ist ziemlich ein Stress, Sie sehen das. Also man sieht, das ist sicher eine Akkumulation. Wir haben da immer höhere Tiefs. Aber man sollte da wirklich mal über das PDL über mögen. Das ist dann natürlich ein Wahnsinns Widerstand. Bin jetzt da nicht sicher, wenn es nicht drüber mag, ob ich da dann mal platt stelle. Oder ob da jetzt alle Shorties schon abgehängt worden sind. Es könnte auch da plötzlich Puff machen und da in Take Profits reinlaufen. Das werden wir aber auch gleich darum, die Take Profits
sind es etwa bei 60 Gewinn. Man prallt immer noch ein PDL ab. Wir haben immer noch nicht Kraft. Es hat immer noch zu viele Shorties drin. Die müssen noch rausgedruckt werden. Dann haben wir ein Limitbein. Es ist zwar sehr riskant. Jetzt bin ich da schon auf 2,3. Schnell 10 in auf 5, da bin ich mit plus 2,3. Immer noch ein PDL. Bei 19 ist das PDL, jetzt sind wir eventuell drüber. So, wir sind drüber. Das kann jetzt ein Rallye aufgeben. Wenn wir da alle Shorties abgehängt haben. Wir haben da immer noch ein bisschen Gegenwehr. Immer noch ein Widerstand auf PDL. Schau, was US-Indizes gehen jetzt eigentlich gerade darauf. Es ist nur der DAX, der am PDL hakt. Also 2-Minuten-Charts sind alle grün. Ja, man wartet da noch ein bisschen. Es ist wirklich nur der DAX, wo. Mühe. Der PDL ist eben wirklich ein harter Brocken. Es ist aber so, sobald jetzt die letzten Shorties raus sind, gibt es einen Short Squeeze. Dann könnte das gut sein, dass es da verdammt drauf saust. Vielleicht da wieder bis zum B-Web. Ja, jetzt tue ich da 0,3 wieder abbauen. Ich bin da sowieso, habe da einen Überschuss gesehen, da schon 80 plus. Ja, der Einer, den möchte ich da mal loswerden. 34, 33, 33, 2, weg. So, jetzt bin ich nur noch mit 1,3. Teil vom Gewinn habe ich jetzt schon drin. Jetzt ist es auch vielleicht mal der Zeit, da Stopp los und das PDL. Ihr seht, es ist einfach höchste Konzentrationsarbeit. Man kann nicht Pause machen dazwischen. Die Wende ist halt einmal gleich da. Ich habe nicht mehrere Fehlversuche gehabt. Bei der Wende zu früh rein. Ich muss jetzt auch schauen, wenn das da nicht mehr mag. Das PDL muss jetzt einfach halten. Da sind wir auf 0,17, wir haben da ein bisschen Mühe. Gehen da jetzt mal raus. Wir sind jetzt schon
bei über 100 Gewinnen. Seht, also das hat mir wieder können, die massive Fehlstieg und ich gehe jetzt raus. Jetzt habe ich genug. Wir haben jetzt, ja, es geht damit, es geht effektiv schneller, also immer dort beim PC. Jetzt da, fangen da wieder neu an, ein bisschen tiefer. Wir sind auf Daily Win 99,18. Glaubt ihr mir jetzt, dass ich, das ist jetzt von 142 bis schon gegen die 60% gewinne? Jetzt könnt ihr mir glauben, dass ich wahrscheinlich auf den ganzen Morgen ein 100%er mache. Schnell notieren. Es geht wieder drauf. Ich möchte jetzt aber da eben nicht mehr so wahnsinnig viel riskieren. Nur mit 0,3. Ich möchte jetzt auch nicht mehr so viel verlieren. Ich müsste noch 40 Dollar reinnehmen, dann hätte ich einen 100% morgen gemacht. Obwohl, dass ich da den Fehler gemacht habe mit der zu frühen Wende. Das ist wieder ein Fehler. Ich bin noch nicht perfekt. Und da bin ich mit der Schulter, Kopfschulter, bin ich richtig gewesen. Jetzt da insgesamt wieder mit einem Long, das ist relativ viel, dass da schon recht weit ist. Hätte er können drinnen bleiben. Ja, man sieht, es, jetzt ist der Short Squeeze irgendwann mal unterwegs. Shorties werden rausgedrückt. Gehen wir jetzt auch wieder raus. Das ist immer überzeichnet. Ich gehe jetzt nur noch ganz wenig. Es gab, wie ich gesagt habe, ich habe wieder zu wenig Mut. Es wäre gerade da wahrscheinlich ein bisschen wie Webbanne. Da hat US-Indizes auch bis zum V-Web. Der Limit hat es mir nicht einmal gekauft. Das geht dann nach wie vor rauf. So, alles weg, Paintings. Und jetzt warte ich, bis es da als PDC geht. Oder da an WeWeb an. Und dann wäre dann mal Zeit für eine Kaffeepause. Boah. Da stürzt dann wieder ein bisschen ab. Es ist halt da auch schon weit gelaufen. Da ist dann das Risiko, dass es nicht mehr so schön weiterläuft, halt ein bisschen grösser. Also da unten ist das Risiko kleiner.
Ah, man kennt den. Die Kurse laufen sehr oft wieder bis zum V-Web. Das ging ja dann raus. Wenn wir hier eine Linie einzeigen, dürfte der Kurs also da noch ziemlich weit runterkommen. Seht ihr, da ist sogar interna ein Trend Steigerung da. Und es geht auf. Und ich erwarte wirklich da bis zum PDC. Da sehen wir auch, ja, jetzt tun es Indizes da wie Web Cross, oder? Schon drüber. Das kann beim DAX heißen, dass er nicht drüber geht. Bin da ganz genau am Schauen und schon am Closen. Möchte da nicht kann. Nicht mehr verlieren. Hundertachtzehn. Ja, ich will jetzt das auch nicht mehr zwingen, da die paar Zentimeter bis zum V-Web. Es kann eben sein, dass es da, also vielleicht warten wir da wieder einen Rücksetzer auf die Trendlinien ab. Wir haben jetzt 118. Also jetzt mal schauen, ob wir da noch eine Verdopplung schaffen. Wir können jetzt da weder Short noch Long. Wir sind eigentlich immer noch Long. Also eigentlich bis zu der Trendlinie, bis zum PDL sind wir immer noch lang. Also da machen wir keinen Fall einen Short. Und da bei den US, die sind jetzt halt da am V-Web und das gibt einen Abpraller. Und das tut natürlich den DAX beeinflussen. Mir fehlen jetzt noch bis zu 143,67. Nur noch, ja. Bei 35 Stutz, da hätte ich verdoppelt. Da mal einen Stopp rein. Jetzt noch ein bisschen höher. Bräuchte noch nicht einmal 35, dann hätte ich verdoppelt. Das ist das, was ich eigentlich will zeigen. Ich verdopple in einem Morgen. Warum nur in einem Morgen? Weil am Nachmittag, sobald der Dow Jones aufgeht, ist es so unberechenbar, dass ich leider schon sehr vieles, was ich am Morgen gewonnen habe, wieder verloren habe. Ich möchte mich dann nur auf den Morgen beschränken. So, wir sind jetzt da wieder. Das kann ich noch falsch klicken. Dann haben wir ein Limit bei, wenn es nochmal zurückkommt. Wir sind jetzt auf 0,3. Und vielleicht noch ein bisschen früher. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Gibt dann noch ein paar Limit bei sein. Wir haben erst 10.19 Uhr. Ich habe da 25 Punkte eingestellt. Als Stopp. Möchte aber möglichst eben keinen Stopp haben.
0,5. Schau mal, wie viele Limits noch haben da. Nur noch eins. Ich müsste, ja, das wären etwa 20 Pücke da bis zum V-Web. Müsste also schon mit einem Kontrakt drin sein. Nachkaufen, ich glaube, Le Jeu sans fête. Ich darf nicht mehr nachkaufen, sonst versau ich alles wieder. Ja, da die US-Indizes haben, der ist drüber. Der ist aber noch nicht drüber. Das ist das 50er nicht mehr. 13.50 Uhr. Jetzt bin ich mit einem drin. Jetzt darf ich aber nicht mehr. Jetzt ist Le Jeu sans fête. Jetzt muss ich aber schauen, dass man nicht absackt. Jetzt müssen wir noch 20 Punkte auf bis zum V-Web und dann sollte ich etwa meine 100% haben. Völlig gerade unter 50. Was könnte scheiße sein? Ja, da hat es halt Mühe. Die US-Indizes hängen. Man sieht, da ist jetzt wieder unter die Trennlinie gefallen. Und da hat es jetzt den Schwung verloren. Aber vielleicht mag jetzt haben wir wahrscheinlich einen Short Squeeze und der sollte jetzt bis zum V-Web mögen. Ja, wir sind wieder auf der Trennlinie. Irgendwann, wenn das dann wieder da oben ist, dann ist dann fertig mit dem Morgen. Ja, es kommt. Wir sind beim V-Web, jetzt müssen wir aufpassen, ob es da abprallt oder ob es drüber geht. Schauen, was der Dow Jones ist. Der Dow Jones ist eben schon über dem V-Web. Wir sind jetzt plus 30, ich glaube, wir haben jetzt verdoppelt. Jetzt einfach Konzentration, Konzentration, Konzentration. Da natürlich noch drüber bleiben. Ich gehe jetzt weg. Also ich sehe da, wenn ich das Kille. Ah, wir haben es nicht ganz geschafft. Wir sind 138 und es wären 143, 67 wären nötig. Noch nicht ganz verdoppeln. Ich habe jetzt auch nochmal ein Limit Bike gemacht. Kommen wir da noch ein bisschen höher. Es fehlt noch bis also 144, ja, 6. Und wir sehen jetzt da beim V-Web tanzt es natürlich rum, aber die US-Indizes haben jetzt den V-Web überwunden und kommen dort schon schön rauf. Und eben, was, ich sage euch, was extrem wichtig ist, wenn ihr euer Ziel erreicht habt, wie zum Beispiel 100% Gewinn, dann müsst ihr aufhören. Weil nachher
Das ist so wie ein Pendel. Nachher schwankt das Zeug nur noch. Jetzt haben wir den Pending weg. Schwankt das nur noch so ein bisschen rum, plämpert nicht rum. Und dann könnt ihr. Dann habt ihr keine Richtung mehr und dann verliert ihr alles wieder. Da scheint es jetzt wieder ein bisschen Mühe zu haben. Wir sind in den US-Indizes jetzt natürlich schon völlig weg. Gleich da, wo wir am Anfang waren. Ich muss jetzt schauen, dass ich da nicht alles wieder zerstöre. Aber ich gehe nochmal raus. Wir sind immer noch auf 138,08. Wir haben jetzt 10.26. Wir sind jetzt auch wieder vielleicht gleich an einer Wende. Die US-Indizes stoßen jetzt an Grenzen. Wir sind da zwar noch nicht bei den Openingen. Ja. Wir sind da immer noch am Aufwärtstrend. Wir können da dann noch mal versuchen. Und da beim 70er. Da ist ein Widerstand. Ah nein, 69. Vielleicht müssen wir da wirklich ein bisschen warten, bis es noch mal ein bisschen runterkommt. Dass ich dann noch die... Es fehlen dann noch... Ah, 6. Ja genau, 6 Dollar fehlen noch bis zur Verdoppelung. Und wenn ich jetzt aber irgendeinen Fehler mache und wegen dem das bis jetzt sehr gute Resultat riskiere, dann ist es sau doof. Und das ist mir schon so viel mal passiert. Sehr, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich habe jetzt da ein Limit. Buy-Ring. Da sieht es aus, wenn das da nochmal zum Weinwert ein bisschen runter geht und nachher wieder rauf geht. Was haben wir denn da? Oh shit, wir sind da über dem PDH. Wir sind da schon über dem PDH, über dem Vortageshoch. Es kann natürlich sein, dass da jetzt der Schwung draußen ist. Es gibt sehr oft, wenn wir über das PDH gehen, dass es Sweet einen kurzen Schwung gibt. Oh, das muss jetzt da nicht sein. Wir sind da beim PDC, P-Day Close Index. Also sehr häufig ist natürlich, dass wenn man ein Vortageshoch überschreitet, dass es dann noch einen Schwung gibt. Nein. Ich gehe jetzt, mache es zu. Ich denke, 280, 92. Wir sind bei 137, 25. Ja, es ist jetzt eigentlich so, dass wir gar nichts machen können. Wir sind da nach wie vor. Im Parabolik sind wir zwar jetzt short, aber da die Aufwärtstrendlinien sind natürlich immer noch intakt. Es ist wahrscheinlich gescheiter, man wartet, bis es dadurch abkommt. Schwierig. Ja, es ist momentan sehr schwierig zu sagen. Ich muss da wieder mal auf den 30-Minuten-Chart nachschauen. Oh, im 30-Minuten-Chart sind wir aber bei Weitem haben wir jetzt etwa 50% Retracement, also da im US 500 ein bisschen mehr. Gehen wir jetzt da mal lang. Da noch ein Limit bei.
Ja, so im DAX in 30 Minuten Chart. Ah, shit. Mann, ja, oh, jetzt haben wir da gerade ein Verkaufssignal. Parabolik, die gewechselt hat. Scheiße. Er mit da raus. Das kann ich jetzt einmal nachladen, das ist wenig. Nur noch 135, der Abstand ist etwa 9. Geht auf der VWAP zurück. Bei den US-Indizes. Und wir sind wieder unter dem PDH. Nichts gut. Zu. Ich glaube, da werden wir wieder. Wir haben das PDH abgearbeitet und wir gehen da wieder drauf. Da jetzt mal schauen. Das ist genau 3500. Da sind wir auf der unteren Trennlinie. Wir warten jetzt einfach ab. Also da ist wirklich genau der VWAP getroffen worden. Der ist aber ein Widerstand. Gehen wir da drunter oder nicht? Gehen wir da unter das PDH? Gehen wir da unter die Aufwärtstrendlinie? Da müssen wir aber vielleicht dann nochmal einen Rücksetzer abwarten. Ich gebe jetzt da mal ein Limit Sell rein. Da bleiben wir zwar völlig stehen. Der Dow taucht unter das PDH. Ja, wir sind drunter. Ich gebe jetzt da mal ein Minus rein. Jetzt mal schauen, ob wir die fehlenden so rund 10 Stutz so können noch reinholen. Da halten wir uns aber noch. Dow Jones so knapp über dem PDH. Ja, eben, wir sind jetzt da schon ein bisschen ziemlich spät, 10:34 Uhr. Wir haben jetzt eigentlich eben nicht mehr große Bewegungen. Und das ist das Gefährliche am Ganzen. Da steigen wir wieder. So im grossen Bild sieht es da eben wirklich in der Show aus, wie wenn jetzt das erreicht worden ist, der VWAP. Und als ob man da vielleicht wieder zum PDL absackt. Da der Dow am PDH. Aber immer noch negativ, da natürlich auch. Und wir prallen da oben fast an 50er ab. Ich müsste eigentlich da die Stop-Loss relativ eng setzen.
momentan ist da der Widerstand bei 48. Da kommen wir aber auch noch nicht richtig ab. Wir wissen momentan nicht, Dow Jones einfach beim PDH. Wir sind heute Morgen massiv über Nacht drüber gegangen. Und das sieht jetzt sozusagen wie ein Rebound to PDA oder Rebound to VWAP. Man sieht da, der VWAP wird da wieder durchkreuzt. Und wenn der da durchkreuzt wird, dann geht es natürlich wieder massiv gegen runter. So könnten wir noch die letzten 10 Stutz bis zur Verdoppelung reinholen. Stop Sell, Limit Sell drin. Wir sind da noch nicht im Plus, aber es sieht jetzt wirklich so aus. Bin jetzt da mit 1,3 rein, gerade ein bisschen massiv. Ich suche jetzt da den einen raus. Wo haben wir den? Habe ich den überhaupt drin? Da. Mist. Den muss ich natürlich killen, wenn das jetzt nicht weiter runtergeht. Das ist jetzt da mein grösster Minusposten. Sehen wir, wie der variiert. Bei 3,30 haben wir einen Support. Shit. Wir haben jetzt hier aber die Aufwärtstrendlinie gebrochen. Es ist immer sich heikel, aber das ist heikel, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich bin da mit einem Ganzen rein. Da wird da schon minus 8. Jetzt da wieder auf kleiner. Da der Klumpen, der müsste, ich frage mich einfach beim Broker, wenn ich da mit dem Ganzen reingehe, ob er mir da eine schlechtere Kondition gibt. Es ist komisch, dass der so negativ ist. Da schlechtere Kurs bekomme, als wenn ich mit 0,1 reingehe. Oh, massiv, das ist jetzt ein Fehler gewesen. Ich bin da zu groß mit einem ganzen Kontakt reingegangen. Muss da Stopp los, aber aufnehmen. Weil das kann gut sein, dass es da wieder die Trennlinie angeht und nachher wieder drauf. Ah, der Dow ist jetzt wieder über das PDH. Das wäre jetzt besser verteilt gewesen, mit dem muss man rechnen. Und da hat Parabolik einen Wechsel drin. Boah, minus 27. Dann noch nur minus ganz wenig. Jetzt mal schauen, da, ob das 50er Niveau sollte ein Widerstand sein. Da ist nochmal zurück an VWAP gegangen. Ja,
und den Fehler. Jetzt mal schauen, ob da der 50er. Da ist der 50er. Der sollte einen Widerstand bilden. Noch ein Stoppsell rein. 49, ja, es plampert da. Da ist es genau auf dem V-Web, es startet einfach. Auf 54 schlecht, es kommt wieder drüber. Boah, 57, es ist da wieder an der Trendlinie. Das gibt es sehr häufig, dass ein Trend vorgesetzt wird. Es geht um die Trennlinie, geht wieder an die Trennlinie an. Es kann da bis drauf gehen und dann nachher wieder durch ab. Minus 36, das ist schlecht. Da minus 0,09, das ist Peanuts. Und Fehler, ich habe da einen Klumpen gemacht. Man darf keine Klumpen machen. Nicht mit einem ganzen Kontakt rein, sondern immer verteilt. Jetzt müssen wir einfach warten. Es kann da ein Doppeltop geben. Es kann wieder bis, also sicher bis zum V-Web. Jetzt geht es zwar da wieder durch ab. Ich bin jetzt wieder mit zwei Dingen. Und ja, das muss jetzt natürlich. Der 50er darf nicht mehr erreicht werden. PDH muss da deutlich unterschritten werden. Da der US 500 macht es eigentlich gut. 42er Niveau. Ja, 47. Das darf, ist jetzt hoffentlich ein Widerstand. So, und was ich jetzt mache, wenn das, also wenn es überhaupt so wie kommt, wenn das auf plus 10 geht, würde ich das killen. Bin da nicht so sicher, wir sind da immer noch nicht unter dem V-Web im Dow Jones. Da ist ja immer noch am Vortageshoch. US 500 ist zwar drunter, ja, da sind wir wieder immer an 47 und 34, das sind gewaltige Strecken eigentlich. Und irgendwie so das grosse Bild würde ich aussehen, wenn es wieder zurückgängt. Ich habe da etwa auf 75. Also wie wenn das etwa wieder würde dahin zurückgehen, wenn wir das so im grossen Bild anschauen. Das sehen wir jetzt auf dem Minutenchart nicht. Sieht es aus, wie wenn das über das PDL
durchabgefallen, bis etwa da, bis zum S1. Aber eben, ist natürlich nicht gesagt. Dann muss schauen, die Stopplos, die müssen da über dem Viweb sein. Ja, da sind wir immer noch am Viweb. Da sind wir über dem Viweb. Shit. Wieder über dem Pre-Day High. Wow, minus 52. Scheiße. Da bin ich jetzt zu unvorsichtig mit dem einen. Da seht ihr, der schenkt da grau gewaltig ein. Wir haben jetzt hier nochmal eine Rückkehr zum Vive. Ja, da haben wir einen gewaltigen Abfall am Vive. Ja, und aus einem grossen Bild wäre jetzt das gar nicht. Da nochmal an die Trennlinien ran. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen von der Ermüdung. Es kommt, es steigt sehr stark, es geht ab, es hat einen Widerstand. Es geht da an die, mag die obere Trennlinie, nein, die untere Trennlinie nicht mehr überwinden. Und es sollte dann nachher durchabsausen. Das ist aber eben nicht gesagt. Das ist jetzt, mir jetzt eine Stunde, das ist jetzt nochmal eigentlich da auf dem anderen Chart. Nochmal ein Rebound to VWAP. Ja, da ist auch ein Rebound to VWAP. Ist also schon gefährlich. Jetzt gar nicht gesagt, ob die Trennlinie jetzt als Widerstand wirkt und dass es da wirklich jetzt mal drunter geht. 10.47. Scheiße, ich habe jetzt einen rechten Teil vom Gewinn wieder hergegeben. Wir sind so auf 60. Das ist sehr schlecht. Es kommt da immer noch wieder da weit über dem VWAP. Da hätte ich darauf achten müssen. Der VWAP muss durchbrochen werden. Da sind wir jetzt wieder über dem VWAP. Da kommen wir verdammt hoch. Scheiße. Wieder mal ein Fehler. Der Stopp los muss ich aber über dem VWAP haben. Ah, minus 75. Schon wieder die Hälfte vom Green weg. Was natürlich sehr häufig ist, ist Doppeltop am VWAP. Aber da müsste dann auch heissen, dass da der Dow Jones oder unter Opening Range wieder abballt. Da auch der US 500 müsste da wirklich wieder durch abgehen. Es ist jetzt wirklich, jetzt komme ich ins Schwitzen. Der Dow Jones. Der geht jetzt da wieder an die Opening Range. Der DAX am VWAP. Mal schauen, ob es ein Doppeltop gibt. Doppeltop mit einem kleineren Hoch. Können wir noch hoffen, dass es wieder gegeben wird. Neunundsiebzig.
Ich fahre auf plus 138 bin ich gewesen. Und das hat sich jetzt wieder zerlegt. Jetzt ist zu hoffen, dass der DAX da eben die Trendlinie nicht mehr mag. Der VWAP als Widerstand, Kreuzwiderstand hier. Und dass es dadurch abgeht. Nochmal ein Stop-Sell-Linie. Da im US 500 hoffentlich kein Doppeltop, also da ein tiefes Hoch, da hätte man ein Triple Top im Dow Jones. Wir kommen wieder zurück. Es ist da hoffentlich ein Triple Top, dass es da unter der VWAP geht. Wenn das unter der VWAP geht, ja, da ist einmal noch über dem VWAP. Und da natürlich darf es nicht über der VWAP kommen, sonst ist es Katastrophe. Ja, es steigt nach wie vor. In den US-Indizes sieht es aus wie ein tieferes Hoch. Seht ihr da? Das ist höher, das ist tiefer. Zu einem 2-Minuten-Chart ist das sehr deutlich, aber es ist jetzt halt immer noch über dem VWAP. Es muss der VWAP, der muss den VWAP durchschlagen. Jetzt ist vielleicht der Fall. Nein! Das ist extrem. Es wird immer gekauft am VWAP. Da Pre-Day High wieder. Da ein Vierfach-Top. Ja, shit. Wenn es da recht in die Cheese hineingeht. Es ist eigentlich immer noch eine Short-Situation. Ich kann da noch nicht rausgehen, es wäre dumm. Weil wir haben eine Eindämmungslinie. Minus 80. Der VWAP wird tut immer noch abwehren. Halbstunden-Chart sieht aber sehr schlecht aus, also ist da recht grüne Kerze. Wichtig ist, dass man immer rechnet, dass es da beim VWAP kann es Doppeltop geben. Wow, über dem Pre-Day High. Wir haben jetzt 10.54 Uhr. Wir sind da bis zum 75er Niveau hoch. Da haben wir jetzt schon ein Vierfach-Top. Scheiße. Das könnte da noch überschritten werden, das wäre sehr schlecht.
Wir sind über dem PDH. Ich muss da mit den Stops. Es kann mir auch einen Peak ganz kurz geben. Und nachher noch abgehen. Da wieder knapp am PDH. Immer noch drüber. 1, 2, 3, das Vierfach-Top. Irgendwann müsste ich das einmal entweder drüber gehen oder drunter. Immer noch da, über dem PDH, es hebt und da immer noch, wir sind dann noch nicht am runtergehen. Und jetzt da, aber das kann auch erst noch halb zwölf kommen, dass es da mal durch abgeht. Jetzt kommt es zwar leicht. Ganz leicht. Da nach dem Vierfachtop, das mal vielleicht noch grösser machen, haben wir da noch mehr drin? Nein. Eins, zwei. 3, 4, hoffentlich geht es jetzt doch ab. Nein, da noch nicht. Weit und breit noch nicht. Da wieder ein PDH. Ach, shit. Da nagelt es immer noch an. WeWeb. Riesen Fehler gsi, erstens mal der Klumpen und zweitens, man muss immer rechnen, dass es ein Doppeltop gibt am WeWeb. PDH wird ab. Aber ich möchte sehen, da der DAX ist dann meistens noch sehr verzögert. So, jetzt haben wir endlich eine Abwehr. Aber der DAX, der hockt da immer noch auf dem VWAP. Zweiten Unterschied haben wir beim Dow Jones. Ein ganzes exaktes Triple Top. Jetzt kommt der durch ab. Wir haben hier jetzt ein Short-Signal. Parabolik und geht dann noch ein Stopp-Sell rein. Wir sind da mit 2,3 drin. Wir müssen da aber noch massiv. Wir sind da unter der VWAP geht. Und wenn man da natürlich unter der VWAP geht, das PDH haben wir da. Sind da immer noch einer massiv. 38 Punkte zu hoch. Wir müssen etwa 38 Punkte, aber da sind wir wieder im Grün. Das ist ziemlich viel. Aber das wäre jetzt drin. Wir sehen da, wir sind da unter dem. Der 500er ist da ganz wichtig. Ah. Ich darf den wieder führen holen. Oh. Jetzt geht es wieder zurück.
Da am 500er abprallt. Da am PDH abprallt. So sieht das da aus im 5-Minuten-Chart. Wow, wir gehen jetzt wieder an Viva-Panne. Wieder ein Versuch. Es ist wirklich eine Nervensäge. Und man sieht, wie der VWAP extrem wichtig ist. Wichtig ist der VWAP, der geht in allen Zeiteinheiten. Der gibt wirklich den zentralen Widerstand und Support an. Also kürzt den jeder immer wieder zum VWAP zurück, wieder am VWAP abzuprallen und so weiter und so fort. Braucht Nerven. Man sieht da, im 1 Minute ist er gültig, aber auch in 5 Minuten. Das ist unabhängig von der Zeiteinheit. Es gibt leichte Abweichung einfach wegen der Rundungsdifferenz. Jetzt wird es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Es ist unter der 500er Runde gefallen. Und da müsste es jetzt auch. Ah, wir sind immer noch. Und das PDA, wenn man da unter der VWAP geht, dann ist es gut. Dann ist Grande Festa angesagt. Es ist 11:02. Man braucht oft einen versüchtigen Wechsel. Oft eine halbe Stunde oder eine Stunde. Jetzt muss ich aber Argus Augen schauen. Hoffentlich geht es noch weiter, aber ich möchte da im Gewündel enden. Wir sind immer noch 29 Punkte weg da von dem einen, den ich da gekauft habe. 27, 28. Wir sind immer noch über dem 50er Niveau. Da sind wir nochmal abprallt auf dem VWAP. PDH. Das braucht jetzt eine Weile, bis das abgearbeitet ist. Ja, da können wir wieder leicht zurück, scheiße. Wieder an Viva-Panne, es ist nicht zum Sagen. Ich habe zu hoffen, dass das nicht mehr so hoch kommt. Da schon wieder am Viva. Unglaublich. Stopp bloß noch ein bisschen höher rauf. Mann, es ist nicht zum Sagen. Man sieht so den Dow abprallt am VWAP. Wieder über dem PDH. Aber ich vermute, wenn jetzt das nicht mehr so hoch kommt, das gibt wahrscheinlich kein neues Top mehr, sondern ein tiefes Hoch, dann sollten wir mal endlich durchabkommen. Was positiv ist, der Euro-Dollar, der steigt auch. Der DAX müsste eigentlich runterkommen.
Also es wäre gescheiter gewesen, ich hätte am 10.26 mit 138 aufgehört. Wäre ich jetzt da nicht in die Scheisse reingekommen. Da haben wir wieder, ach, wir über den WiWeb. Wenn da jetzt einfach eine lange Seitwärtsphase immer um den WiWeb bummen. Ich hoffe jetzt einfach, dass in den US-Indizes kein neues. Sozusagen kein Dreifach- oder ein Mehrfach-Top gibt. Oder dass es sogar drüber geht. Das wäre sehr, sehr schlecht. Ich habe da schon gehofft, dass es runtergeht, aber mitnichten. Es hätte nochmal eingekauft werden. Da, wir sind da wieder beim PDH. Und da machen wir schon wieder ein Top. Ach, das ist nicht zu sagen. Oh, wir sind im DAX über der WiWeb. Scheiße. Und da massiv drüber. Ja, das ist jetzt sehr schlecht. Da sind wir jetzt über, wir haben da ein Dreifach, mindestens ein Dreifach-Top gehabt, drüber. Im DAX sind wir jetzt über dem WiWeb. Ich hoffe mal, dass das nur temporär ist, dass es da noch zusammenklappt. Wir sind sogar im Dow Jones bei der Opening Line. Da haben wir die Opening Line. Also da haben wir am 9. eröffnet. Muss ich schnell schauen. Da hat es mich wahrscheinlich rausgetischt. Ja, das hat einen Stop-Loss gegeben. Unglaublich. Ich sehe da einfach ein Kleben am WiWeb und da ein Überschreiten vom WiWeb. Die Trennlinie ist nie mehr erreicht worden, aber ich mache das mal so. Wir sind jetzt da trotzdem wieder extrem hoch. Minus 109, scheiße, der ganze Gewinn fast weg. Weiß ich nicht eben. Wow. Und jetzt sind wir da im Dow, dann bald an der oberen Opening Range. Das ist jetzt völlig unerwartet gewesen. Ich rechne aber immer noch mit einem Absturz. Ich immer noch nicht glaube, dass es jetzt lang, vor allem, dass sich der DAX kann lang über dem WiWeb halten. Der hat sich jetzt immer nur kurz drüber bewegt und ist nachher wieder darunter getaucht. Jetzt bin ich mit 2,5 nochmal ein Stoppsell. Wir hocken jetzt hier auf dem WiWeb.
Wir sind mit dem einen auf minus 48, 50 Punkte verkehrt. Momentan noch überhaupt keine Umkehr. Wir müssen da unter Umständen bis um 11:30 warten, noch 20 Minuten. Dow Jones kommt wieder leicht zurück, ist aber weit über dem PDH. Fast 30 Punkte über dem Vortageshoch. Und der US 500 ist da ein Punkt über dem Vortageshoch. DAX ist jetzt da wieder unter der VWAP. Es könnte aber noch sehr lange gehen, bis das wieder runterkommt. Obwohl der Euro-Dollar massiv steigt auf 1,19. Jetzt habe ich 2,5, ich habe da noch einen Stop-Sell drin gehabt. Steht so wieder zum Liverpool. Es ist ein Spiel ohne Ende. Und wir sind immer noch sehr hoch in den US-Indizes, da über einem Pre-Day-High. Ich habe dann nochmal einen Stop-Sell in da. Das bringt es nicht. Ein Limit-Sell wäre eigentlich besser. Oh. Das hätte jetzt gar nicht gebracht, Stop-Sell, da wäre ich noch weiter daneben. Da steigt es wieder. Wieder über dem VWAP. Steigt es auch wieder? Ja, das ist nicht zum Sagen. Da war es nochmal ziemlich hoch rauf. Habe ich überhaupt noch Margin? Nein, ich habe kein Margin mehr.
jetzt bin ich gleich auf Null vom Gewinn, im heutigen Gewinn, wegen dem Scheiß. Und irgendwie erkennen wir da eine Ermüdung, also ein Keil. Das da auch ein bisschen schwächer. Aber so Keils sind immer ein Anzeichen von einer Ermüdung. Und irgendwann geht es durch so einen, ja, das ist ein weniger ein Keil, weil das geht da drüber, drunter. Irgendwann ist so ein Keil, geht es dann meistens durch ab. Wir sehen jetzt momentan überhaupt keine richtige Ermüdung. Boah. Die kann eventuell erst am halbi. Wenn sie kommt, um 11:30 kommt. Wir sind da immer noch leicht im Plus, aber sehr wenig. Steigt immer noch an, es bricht noch nicht aus dem Keil raus. Boah, steigt noch weiter. Scheiße. Jetzt sind wir etwa auf 0 gewesen. Ja. Ich bin auf 143 gewesen, das ist also ganz schlecht. Jetzt kommt der Dauer ab. Ja, wir sind jetzt hier aus dem Keil rausgefallen. Jetzt ist nur die Frage, ob da der Drive genug groß ist, dass es wieder richtig durchabkommt. Wir müssen in Dow Jones unter das PDH kommen. Bis jetzt sind wir noch viel, viel zu hoch. 59, 60 Punkte verkehrt.
Und dann steigen wir nochmal drauf. Wir sind also den Keil noch nicht ganz verlassen. Und da kommen wir nochmal an. So, ja, das ist eigentlich kein Keil. Das ist fast ein Dreieck. Das ist ein gefährliches, so symmetrisches Dreieck. Das könnte ein Zwischenstand sein für noch höhere Werte. Jetzt schauen wir mal, ob es da wieder runtergeht. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber es muss jetzt da natürlich weit unter das PDH. Da ist es unter das PDH, dann müssen wir es unter der VWAP, es müsste unter der VWAP. Da ist es jetzt wieder am VWAP. Also ich bin jetzt da mit 2,5 an der Limite von der Margin. Jetzt mal schauen, ob es irgendwie das schaffe, unter der VWAP zu gehen. Nein, schon wieder. Schon wieder Käufer da, das ist unglaublich. Wird immer wieder gekauft, das ist unglaublich. Eigentlich will sie ja durch abgehen. So, jetzt sind wir wieder am PDH. Wir sind aber immer noch über dem VWAP im DAX. Jetzt wieder über dem PD, über dem Vortageshoch da. Wir haben jetzt 11.23 Uhr. Ich warte. Also, ich erwarte eigentlich den Absturz am. Am 11.30 Uhr. Ah, Mann, jetzt kommt, ich bin gerade die Mail lesen, ich habe es nicht mal mitbekommen. Das ist eben auch das Gefährliche. Man wird. Das Telefon hat gepäppt.
bei ein paar Sekunden aufmerksam gewesen. Ich hätte natürlich noch nachkaufen können. Nachschorten. Und es ist noch ein bisschen früh. Ich hatte eigentlich den Absturz käme später. So. Wir haben da den WeWeb passiert, aber da noch nicht. Wenn der da crosset, dann kann es schön durchabgehen. Muss ich aufpassen. Das, wenn das da wieder drauf geht, dann wäre es auch wieder saublöd. Wir haben da einen Support. Wir haben jetzt im Halbstunden-Chart einen schönen Doji. Ja, wir sehen da. Es kommt dadurch ab. Ah, wir gehen wieder an WeWeb zurück. Wir hocken da am WeWeb. Aber ich warte noch. Wir haben erst 26, 11, 26. Gut, ich könnte da zwischen. Ah nein, ich habe noch gar nichts Positives. Ich bin immer noch 44 weg. Das ist wahrscheinlich aber nur ein Rebound. Wir sehen da prallt es ab am EMA 8. Jetzt hoffen wir, dass es da den WeWeb kreuzt und dass es da unter das PDH geht. Und unter den WeWeb. Wir sehen da, wie wir da vorne einen ganz exakten Abprall hatten. Da crossen wir wieder den WeWeb, da prallen wir ab am WeWeb. Und das Beste, also unter das PDH, da sind wir unter dem PDH. Das wäre natürlich geil, wenn es bis ans PDL würde anlaufen. Bis da runter, dann hätten wir das Ziel sicher erreicht. Und vorige Mal erzählt, das lange noch nicht mal für einen Kontakt. Wir können da noch nicht nachschalten, wir haben einfach zu wenig Kapital. Da kommen wir jetzt schön drauf, da kommen wir auch drauf. Ja, das sieht gut aus. Aber der DAX, der sieht noch schlecht aus. Wir haben da noch keine rote Halbstundenkerze. Wir haben jetzt 29. Jetzt das 30, da gibt es eine neue Halbstundenkerze. Die bisherige ist immer noch grün. Da mit dem Keil, der Ermüdungskeil, das hat sich irgendwie bewahrheitet. Aber es ist jetzt die Frage, wie weit das runtergeht. Also eigentlich. 1, 2, wie ist jetzt das schon wieder? Ja, eigentlich hätte es müssen nur bis dahin runterfallen. Wenn das jetzt. Mist. Wir sind da wieder über der WeWeb. So. Und jetzt ist wichtig, jetzt haben wir die neue 11.30, die neue Halbstundenkerze. Wird die schön rot?
besetzt ist sie ganz flach, aber rot. Sieht bis jetzt gut aus. Wir müssen im Dow Jones halt einfach unter das PDH, unter VWAP, dann hätten wir freie Fahrt nach unten. Das sieht aber immer noch nicht so aus, das ist ein Shit. Die Halbschulkerze bleibt ganz flach und rot. Wäre ein gutes Zeichen, aber es müsste jetzt eben noch etwas röter werden. Es muss ziemlich weit runtergehen. Da auf dem EMA 200 Widerstand, PDH, da haben wir eine dreifach Unterstützung. Das ist schlecht. Durab. Da am EMA 200, da sind wir durch die ganze Unterstützung durchbrettert. Da haben wir jetzt den, ja jetzt, ach geil, den EMA 200 durchbrochen. Wenn wir das PDH durchbrechen, wäre das schön. Und dann der VWAP, wenn es da nicht einmal einen Rebound gäbe, wie da. Mist, es läuft immer noch nicht so richtig nach oben. Es kann sein, dass es gar nicht mehr nach oben kommt. Ich muss jetzt da verdammt aufpassen. Dass die dreifache Unterstützung im Dow Jones so wirkt. Boah, da steigt es wieder an VWAP. Da haben wir immer noch die dreifache Unterstützung. Die muss jetzt einfach durchbrochen werden. Wir haben da 3500, den ganzen 100er, wo muss durchbrochen werden. Halbstundenkerze ist immer noch ganz leicht rot. Oh, jetzt haben wir die EMA 200 durchbrochen. PDH, wenn das durchbrochen und da der VWAP, dann sind wir goldig unterwegs. Dann kann nämlich der DAX auch nicht anders als durchkommen. Ja, wir sind da immer noch am PDH. Das ist 39. Jetzt gehen wir durch. Wenn wir da über den VWAP noch durchgehen, dann muss der wirklich runterkommen. Vielleicht wirklich aufs PDL. Wir sind erst mit einem im Plus, mit 0,1. Oh, das wird jetzt interessant, PDH.
dann habe ich aber auch für den Laufen heikel mit dem DAX. Der müsste jetzt dann doch abkommen, weil so gegen die 12 tendiert er gerne wieder zum Steigen. PDH, Dow Jones prallt ab. Schlecht. Da sind wir wieder am VWAP. Da müssen wir da mit dem Rums durch beide tun. Dann wären wir auf der guten Seite. Jetzt ist das PDH durchgeht. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind da unter dem 500er. Gehen da jetzt nochmal short. So mehr symbolisch. Also wir haben hier ein Doppeltop gemacht über dem VWAP, tauchen jetzt wieder ab. Jetzt hoffen wir einfach auch, dass das beim DAX der Fall ist. Ah, es sieht gut aus. Wir sind durch den VWAP durchgebrochen. Da sind wir auch schon ganz leicht im Plus. Da sind wir jetzt halt immer noch auf minus 50. Es muss da noch weiter runter. Aber jetzt, wo da die Widerstände durchbrochen sind, sieht es dann aus, dass es da schön weiter runtergeht, dass der muss mitkommen. Stopp, Nazo, wäre schon wieder ausgestoppt da. Aber mit Gewinn. Und da sind wir jetzt minus 43. Jetzt ist da wieder ein Rebound an VWAP, wie es immer ist. Da wieder ein gewaltiger Rebound. Fast wieder an VWAP-Banner, das ist ja nicht zum Sagen. Da auch. Also der VWAP wird nicht so schnell durchkreuzt. Wir gehen da wieder schon wieder über das PDH über. Das ist jetzt halt gegen den Mittag sehr gefährlich. Mist, das wäre vielleicht noch gut, ich hätte das mit 40 glatt gestellt, weil jetzt geht es wieder massiv gegen rauf. Sind völlig Dow Jones, völlig unberechenbar. Und jetzt da eigentlich ein Doppelboden. Mal schauen, ob da das hoffentlich nicht so stark ist. Halt der da ab oder nicht, das ist unglaublich. Aber das ist sehr schwer zu drehen, das hätte ich gemerkt. Und dann da gerade wieder zack zurückgehen.
steigt wieder wahnsinnig an. Also wir haben da einen wirklich massiven Support. Im PDC natürlich ein Widerstand. Unglaublich. Da sieht man, ein Roboter kann das nicht traden, weil das, es geht immer hin und her. Das ist ja so schnell. Schon wieder 111 im Minus. Scheiße, das haben wir vorne schon gehabt. Schon wieder beim PDH. Und es wird immer heikler gegen die 12. Ja. Also ich gehe davon aus, dass wir da immer noch eine Distributionszone haben, also auch trotz diesen Abpraller da, das sind ganz extreme Abpraller. Wahrscheinlich sind das Stops, die da getriggert werden und irgendwann sind die Longis draussen. Und dann wird es runtergehen. Es ist aber einfach heikel auf die 12. Weil es steigt sehr gern. Irgendwie können wir da so eine Trennlinie zeichnen. Wieder ein tiefes Tief gehabt. Also ich nehme mal eben immer noch an, irgendwann kommen wir wieder durch.
sitze da gerade wieder am V-Web. Es ist nicht zum sagen, man schleicht am V-Web entlang. Da haben wir beunruhigenderweise einen geraden Widerstand. Oder ja, Widerstand. Das ist mir weniger gerade. Das ist auch mehr oder weniger gerade. Wir haben da noch einen massiven Support. So, wir haben wieder den V-Web Cross. Wir sind immer noch über dem V-Web da. Beim Taxi sind wir jetzt gerade auf dem V-Web. Die Börse weiss momentan nicht wohin. Jetzt sieht es wieder aus, als wenn es runterfallen würde. Wir sind da wieder unter dem V-Web beim US 500. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir nur schauen. Ja, nein, es schwankt um den V-Web herum. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Geduld. Also es ist einfach zu hoffen. Da der Dow, dass der wieder durch abgeht.
Es ist jetzt 11:51 Uhr, nach wie vor immer noch klebt am V-Web, da an der oberen Opening Range. Da ist es sogar noch höher gekommen, sind es da minus 100, fast 110 gewesen. Jetzt kommt es wieder leicht durch ab. Es ist nicht zu sagen. Es ist chaotisch. DAX ist sogar noch höher. Jetzt sogar weit über dem V-Web. Minus 125, das ist scheiße. Das ist wirklich zum Kotzen. Es ist wirklich sehr schwierig zum Traden. Wieder am PDH. Wir kleben am PDH, wir haben aber irgendwie keine Kraft zum Höhen kommen. Ich erwarte immer noch, dass wir da abkommen. Es wird jetzt einfach immer gefährlicher gegen die 12. Da haben wir jetzt ein 1, 2, 3, dreifach Top. Da gehen wir wieder über das PDH. Jetzt kommen wir wieder runter. Ganz schwach. Irgendwann müsste da die Bullen ausgemistet sein. Das ist aber schon komisch, dass da, eben, dass da immer wieder gekauft wird. Wir sehen da, weil es hat praktisch keine Bewegung. Wir sind da immer genau um den V-Web herum. Bei 3500. Jetzt gehen wir wieder leicht herab. Muss ich es nochmal im Halbstundenchart anschauen. Ja, was jetzt schlecht. Also im Halbstundenchart haben wir jetzt 3. Nein. Nein, 2 grüne Kerzen hintereinander.
nach wie vor. Jetzt wieder ein Short-Signal da. Irgendwie mögen die US-Indizes nicht mehr höher. Aber der DAX, der ist jetzt trotzdem gestiegen, aber ganz, ganz langsam. Jetzt sind wir wieder am VWAP. Da im DAX sind wir aber noch weit drüber. Im DAX steigen wir noch weiter. Jetzt sind wir dann, bin ich mit dem Gewinn auf Null. Schön Minus. Unglaublich. Das ist aber am 12 ist sehr gefährlich. Na, schon auf leicht Minus. Es ist ein dummes Eich, was ich da gemacht habe. Müsste wirklich um 10 Uhr aufhören. Es ist da auch wieder so ein Keil. Die Keile weisen immer auf Ermüdungen hin. Aber die haben natürlich auch keine Garantie. So, jetzt ist 12 Uhr. Jetzt fängt es mit der roten Kerze an im Halbstundenchart. Jetzt hoffen wir da im Dow vor allem. Jetzt endlich mal die Spitze abbaut. Da sind wir jetzt über der VWAP. Wir haben aber da immer noch den riesigen Widerstand. Da könnt ihr da drunter kommen. Wir müssen eigentlich da drunter kommen, dass es sich rendiert. Oh, jetzt sind wir im Dow am PDH. Vortageshoch. Da müssen wir drunter kommen. Wir müssen unter der VWAP kommen. Und wir müssen auch können da abprallen. Komisch, warum bin ich da? Also, da müssen wir drunter kommen. Wenn wir da nicht drunter kommen, gehen wir nicht drunter.
Und das ist sozusagen die maßgebende Linie. Man prallt da schon wieder am Vortageshoch ab. Also eben, der Dau, der braucht sehr lang, bis er abgebaut wird. Jetzt sind wir mit diesen Indizes über den V-Web drunter. Da müssen wir noch über das PDH, wir müssen noch über den V-Web und dann auch über die Linie. Wenn das geschafft ist, dann sollte ich dann langsam mal im Plus sein. Aber es ist immer noch desolat. Immer noch 44 Punkte daneben, zu meinem Einer. Ich muss eventuell in Kauf nehmen, dass es da abprallt, dass es da muss glattstellen. Wir haben aber da noch, es müsste eigentlich bis 13:30 runterfallen, bis ich im Grün bin. Wir sind da immer noch über dem PDH. Gehen wieder an die V-Web-Bahn. Taub halt wieder am PDH ab. Also es braucht da extrem. Wir müssen einfach massiv Geduld haben. Ich hoffe, dass es bis um 12:30 abgearbeitet ist. Ja, jetzt sind wir schön unter dem 500er. Da. Ach, im Handy hat sich meine Halbstunden-Chart so verschoben. Ich muss das wieder zurückscrollen. Das geht auch nicht automatisch. Jetzt haben wir es wieder. Wir haben jetzt eine schöne Halbstunde rote Kerze, aber die ist noch nicht über die andere, drunter, unter die andere Kerze geht da, ja. Wir haben ja da noch die 1,5 Stunden Kerze ist etwa da. Wir müssen da noch weiter dran. Beziehungsweise auch da weiter. Wir müssen eigentlich auf das PDL runterfallen. Damit der Trade noch mit Gewinn eingesteckt werden. Jetzt wird es spannend, ob der V-Web durchbrochen wird. Schon wieder ein Schub zum V-Web rauf. Aber da hat es Verkäufer drin. Prallt da noch am V-Web ab. Auch immer noch über dem PDH. Das hat jetzt extrem viel gebraucht, um den Überschuss abzubauen, bin auch über dem PDH. Wir sind immer noch über dem V-Web. Jetzt müssen wir den Kartenstapel da noch
durchsuchen. Und es sind noch 30 Punkte. Jetzt. Und jetzt ist auch eine Frage, ist der Dow Jones genug stark, um das durchzudrücken? Da, der Widerstand, der muss durchgedrückt werden. Das ist jetzt Low H1, also da eben, da ist das letzte Mal abprallt. Es muss da drunter. Da sehen wir jetzt wieder mal, man muss die Muster können aussitzen. Jetzt sind wir da an dem, wenn es das durchbricht, da sind wir unter einer Stunde, da muss es noch durch, da sollte es durch, das ist ein Support. Ich muss mich da darauf vorbereiten, dass ich das eventuell wieder kille. Es ist 13.050 Uhr. Jetzt ist die spannende Frage, kann es durch die Linie, unter die Linie, gerade unter die rote Linie? Ich muss schuss da wirklich schliessen, weil wenn das wieder hebt, nein, es ist gut. Jetzt ist es durch. Dow Jones noch ein bisschen beachten. Jetzt bin ich im Plus und jetzt habe ich den verdoppelt. Es hat mögen durchschlagen. Und jetzt. Der ist immer noch negativ. Den muss ich dann so klein wie möglich killen. Es wird wieder gekauft. Ich kille. Ich kille jetzt alles. Es ist mir einfach ein zu großes Risiko, dass das wieder abprallt. Es geht sehr langsam. Es ist schon weg. So, ich bin auf 2,99,76. Ich habe 156 Gewinn. Ich habe den Gewinn mehr als 100%. So, und das war es jetzt bei Swiss Trader. So macht man Kohle in einem Monat. Morgen mehr als 100% Gewinn. Also dann tschüss beim Swiss Trader.